herzlich willkommen hier in der Freiburger Markthalle. Herzlich willkommen, Herr Ministerpräsident Kretschmann, Herr stellvertretender Ministerpräsident und Landesinnenminister Strobel. Auf der Bühne mein Kollege Jens Schmitz, Korrespondent in Stuttgarter Badischen Zeitung. Ich bin Thomas Fricker, darf die Redaktion der BZ leiten. Ja, herzlich willkommen hier in dieser Freiburger Markthalle, die nicht immer Markthalle war, kaum vorstellbar, aber tatsächlich war, noch bis in die 80er Jahre, glaube ich, des vorigen Jahrhunderts, wurden hier Zeitungen gedruckt. Erst die Freiburger Zeitung, bis diese gleichgeschaltet und nicht mehr in der publizistischen Kontrolle der Familien Poppen und Ottmann 1943 eingestellt wurde. Später dann die Badische Zeitung, in die Poppen und Ottmann die Freiburger Zeitung eingebracht hatten und da eben dann gemeinsam die Badische Zeitung herausgegeben haben. Ja, immerhin mit einem Marktplatz hatten und haben Zeitungen ja auch zu tun. Bloß, dass im Unterschied zum Markt in der Zeitung sozusagen mit Informationen gehandelt wird. Zeitungen sind Foren des Austauschs, sie sind Gradmesser für Angebot und Nachfrage bestimmter Politikkonzepte, Politikinhalte. Zeitungen sind auch Orte der Begegnung, Begegnung von unterschiedlichen Meinungen und Positionen, aber, und wir brauchen uns hier nur umzusehen, auch des echten Zusammentreffens realer Menschen, also Symbiose von Markthalle und Zeitung. Schön, dass Sie alle heute Abend gekommen sind. Ich darf die Regierungspräsidentin Frau Schäfer begrüßen. Es sind mehrere Landtagsabgeordnete unter uns, Bürgermeister, Kommunalpolitiker und aber eben vor allem auch Sie interessierte Leserinnen und Leser. Und schön auch, dass Sie beide, Herr Kretschmann, Herr Strobel, sich den Abend heute freigehalten haben, um hier in Südbaden mit uns von der Badischen Zeitung darüber zu reden, wo uns in Baden-Württemberg gerade der Schuh drückt. Das erdrückt, und zwar an einigen Stellen. Ich denke, darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. Die Frage ist allerdings, was daraus folgt. Sind wir auf dem richtigen Weg insgesamt? Oder werden wir in ein paar Jahren zu einem Art Ruhrgebiet des Südens, das verarmt, wo die Wirtschaft schwächelt, wo die Standortnachteile überwiegen? Mit welchen Plänen und Vorhaben wollen Sie beide, will die Landesregierung in den verbleibenden 2,5 Jahren bis zur nächsten Wahl die Weichen für die Zukunft stellen? Und vor allem, wie geht es den Menschen dabei? Wie soll Politik den Zusammenhalt der Gesellschaft bewahren, wo er da ist, und stärken, wo er schwindet, während zugleich um uns herum immer neue Krisen, Sicherheit, Wohlstand und Umwelt gefährden und die Demokratie anscheinend selbst unter Druck gerät? Genug der Fragen, die lassen sich relativ mühelos aneinanderreihen. Ich denke, Sie alle sind gekommen, um Antworten zu hören. Antworten oder zumindest Beobachtungen, Ideen, Einschätzungen, wie der einen oder anderen Herausforderung hierzulande begegnet werden kann. An dieser Stelle ein technischer Hinweis: Sie hatten alle die Gelegenheit, am Eingang Papierbögen in Empfang zu nehmen und auch Fragen zu notieren. Ein Kollege, Herr Knöfel, mein Stellvertreter, und auch andere Mitarbeiter, die sind gerade dabei, diese Bögen zusammen zu sammeln. Und wir werden dann, hier wird schon was geschwungen, und die werden dann angeschaut und ein bisschen geordnet und uns dann hier aufs Podium gegeben, sodass wir nicht nur ein Vierergespräch führen, das hoffentlich sehr munter wird, sondern dass auch Sie Gelegenheit haben, wirklich Ihre Fragen loszuwerden. Ja, Herr Kretschmann, Herr Strobel, wir werden
um jetzt diese Journalistenfragen, Politiker-Antworten-Routine erst gar nicht entstehen zu lassen, sie gleich mit mehreren Statements von der Seitenlinie sozusagen mitten ins Debattenzentrum zu werden, wir konfrontieren sie. Aber bevor es soweit ist, müssen wir doch vorab etwas loswerden. Und meine erste Frage, Herr Ministerpräsident, würden Sie es für sehr unhöflich halten, wenn wir die erste Frage an Ihren Stellvertreter richten? Nein. Dann muss jetzt Herr Strobel dran glauben. Da mache ich das. Kann man mich hier jetzt? Herr Strobel, Sie sind nach 12 Jahren als Landesvorsitzender der CDU von Manuel Hagel abgelöst worden, jetzt am Wochenende. Der 35-jährige Fraktionsvorsitzende ist der neue starke Mann im Land in Ihrer Partei, vermutlich auch Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl. Wie sehr schmerzt Sie persönlich der Rückzug oder der Verzicht, den man Ihnen ja auch lange unterstellt hat, dass Sie das Mühe kostet? Wahrscheinlich wichtiger für die Allgemeinheit, wie wollen Sie weiterhin die Stabilität der Regierung gewährleisten? Ja, zunächst mal guten Abend hier vor dieser coolen Kulisse. Schön, dass Sie da sind. Das Wochenende hat mich überhaupt nicht geschmerzt. Ganz im Gegenteil. Das war ein sehr guter Landesparteitag, den die CDU Baden-Württemberg gemacht hat. Ich freue mich sehr darüber, dass wir den Generationenwechsel ganz gut hinbekommen haben. War nicht immer so. Dieses Mal ist es wirklich geglückt. Es ist ein echter Generationenwechsel. Der Manu Hagel ist mit 30. Ich bin bekanntlich knapp über 60. Und insofern haben wir das wirklich sauber und gut miteinander hinbekommen. Und deswegen gar kein Schmerz. Mich gibt es weiterhin. Wir haben in Baden-Württemberg eine stabile und verlässliche Landesregierung, der beabsichtige ich auch, jedenfalls für die nächsten 2,5 Jahre weiter anzugehören. Ich bin aufgefordert, dort weiterhin die CDU-Ministerien zu koordinieren, auch mit der Landtagsfraktion die Regierungsgeschäfte auf der CDU-Seite zu koordinieren. Und ja, das beabsichtige ich weiter zu machen und meine Beiträge für eine stabile und gute Landesregierung zu leisten. Und wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, auch ein ganz gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und in schwerer See ist es gut, wenn der Kapitän und der Steuermann sich gut verstehen. Und so beabsichtigen wir, das Schiff Baden-Württemberg auch weiter durch schwere See miteinander zu steuern. Ja. Herr Kretschmann, auch noch in Bezug auf diesen Landesparteitag, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie Manuel Hagels Versprechen gehört haben, die CDU werde ihr Erbe bewahren, das Erbe des Winfried Kretschmann. Was geht einem da durch den Kopf, wenn die politische Konkurrenz auf einmal das Erbe damit ja auch ein bisschen beansprucht? Ja, wir leben ja in keiner Monarchie. Ja. Und ich habe erst mal gar nichts zu vererben. Das souverän entscheidet, wer der nächste Ministerpräsident wird, ob man nicht selber. Ja? Also das Erbe vergebe ich nicht. Ja? Und das bekommt er auch nicht einfach. Ja, also ich dachte mir, war jetzt ein gelungener Gag. Dann noch die Gelegenheit zu einem gelungenen Gag nachgeschoben, wenn Sie Ihr Erbe in Ihrer Partei weiterreichen würden, was ja durchaus wahrscheinlich ist, dass Sie da Vorstellungen haben. Dann würde es uns natürlich schon interessieren, wer da Ihr Favorit wäre. Also wie gesagt, ich bin kein Monarch. Und ich wähle jetzt nicht aus, welcher Sohn mein Erbe übernimmt oder welche Tochter. Das ist einfach nicht so. Und das kann man schon, irgendwie ist man natürlich damit eingebunden und da kommt man ja nicht drum rum. Aber wenn ich jetzt meine alte Freundin Angela Merkel anschaue,
lässt man doch ein bisschen die Finger auf Distanz zu den eigenen Nachfolgern, weil das kann grandios schief gehen und man kann da daneben langen, weil man es nicht selber entscheidet. Ja. Das muss man einfach sehen, das ist das Wichtige. Und darum schaue ich eher, dass meine Minister und aber auch die Leute in Berlin, die dafür in Frage kommen, es werden ja da einige gehandelt, dass die sich profilieren können, zeigen, was sie können. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass ich meinen Ministerinnen und Ministern lange Zügel lasse. Das gilt übrigens für die Grünen wie für die schwarzen Minister. Und das ist das Entscheidende dabei, dass ich jetzt mich nicht immer in den Vordergrund dränge. Ich nehme jetzt auch stückweise schon auch ein bisschen zurück, damit die sich besser profilieren können. Aber sehr stark muss ich das nicht machen, weil ich habe immer so regiert, dass ich gucke, dass ich gescheite Leute auswähle, soweit das in meiner Macht steht. Die Kollegen von der CDU wähle ich ja nicht aus und dass die was hinkriegen. Ja, das ist eine Frage, die wir Journalisten halt auch stellen. Das ist vielleicht auch eine Medienkrankheit. Jetzt haben wir sie gestellt. Wir würden jetzt gerne zwei Statements. Und zwar haben wir gefragt den frisch gebackenen WVIB-Präsidenten, Herrn Sutter, der, glaube ich, auch heute unter uns ist. Und eine Winzerin, weil wir sind ja schließlich in einer Weinbauregion. Und deswegen haben wir auch die Frau Köpfer, die Geschäftsführerin von Weingut April, gebeten, sie soll mal unseren Gästen aus Stuttgart sollen die mal sagen, wo sie der Schuh drückt. Bitte die Videos abfahren. Baden-Württemberg ist das Land des industriellen Mittelstands. Die soziale Marktwirtschaft hat die dezentrale Struktur im Land stark gemacht. Ordnungspolitik soll den Rahmen setzen und dann Vertrauen in die Menschen, die Märkte und die Unternehmen setzen. Leider greift die Politik in Bund und Land allzu oft über das Ordnungsrecht in die Freiheit der Unternehmen hinein und bremst so wirtschaftliche Entfaltung. Für alles gibt es Vorschriften und Dokumentationspflichten. Die Verfahren dauern lang, so dauert zum Beispiel allein die Errichtung eines neuen Windrades in Baden-Württemberg nahezu 7 Jahre. Bei einer Fabrikhalle geht es nicht viel schneller. Wir haben die längsten Bearbeitungszeiten für A1-Formulare und alle möglichen Ämter fordern fast die gleichen Daten vermehrt an. Der industrielle Mittelstand ist in Baden-Württemberg verwurzelt. Gleichzeitig ist der industrielle Mittelstand auch international ausgerichtet. Zum ersten Mal hatten wir deutlich mehr Direktinvestitionen deutscher Unternehmen im Ausland als das ausländische Unternehmen in Deutschland und damit auch in Baden-Württemberg investiert haben. Die Unternehmen aus dem Land schauen sich schon sehr genau um, wo die Standortbedingungen vielleicht besser sind. Ich fordere Sie auf, Herr Kretschmann, Herr Strobel, setzen Sie mehr Vertrauen in die Unternehmen und die Menschen im Land. Beschleunigen Sie Planungsverfahren und Genehmigungsverfahren. Bürokratieabbau alleine reicht nicht. Wir brauchen einen echten Schritt hin zur Deregulierung. Das würde den Unternehmen im Land viel mehr helfen als jedes Förderprogramm. Ja, mein Name ist Eva-Maria Köpfer. Ich sitze hier in Bischofingen am wunderschönen Kaiserstuhl im Weingut April. Wir sind ein ökologisch wirtschaftender Betrieb mit 30 Hektar. Und ich bin sehr, sehr dankbar der Badischen Zeitung, dass ich heute mal ein bisschen über die Sorgen in unserer Branche sprechen darf. Ich denke, wir sind maßgeblich daran beteiligt, dass unsere Landschaft so aussieht, wie sie heute aussieht. Dennoch ist es offensichtlich, dass immer mehr Betriebe sterben, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Und da ist meine Frage an Sie, wie soll unsere ökologische Vielfalt und unsere Region in 10 Jahren aussehen, wenn immer mehr Betriebe sterben? Wenn Sie hier in den Kaiserstuhl fahren, sehen Sie überall Reben. Sie sehen eine sehr gepflegte Landschaft.
Der Kaiserstuhl lebt vom Weinbau und er lebt von der Landwirtschaft. Das ist unser Herzblut, das ist unsere Leidenschaft. Und es wäre wichtig, dass wir die jungen Winzer und die jungen Landwirte für uns gewinnen, dass sie in der Branche bleiben. Was ist hier Ihre Idee? Was kann die Botschaft sein an junge Leute, dass sie diesen Beruf erlernen, dass sie in diesem Berufszweig bleiben? Es ist sehr, sehr schwierig, in unserer Branche Geld zu verdienen. Und ganz viele Winzer leben tatsächlich nur noch von ihrer Substanz. Die Kosten explodieren und die politischen Auflagen machen es auch nicht gerade leichter. Was uns tatsächlich auch sehr beschäftigt, ist die europaweite Idee, dass man den Pflanzenschutz in Schutzgebiete verbietet. Also für mich ist das ein absoluter Wahnsinn. Gerade hier am Kaiserstuhl wäre das ein Riesenproblem. Der Kaiserstuhl ist ein komplettes Vogelschutzgebiet. Große Teile sind FFH-Gebiet. Somit würden sie uns arbeitslos machen. Das heißt, Landwirtschaft und Weinbau wäre hier am Kaiserstuhl überhaupt nicht möglich. Da will ich von Ihnen mal wissen, was der aktuelle Stand ist. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie sich für unsere Branche stark machen, dass dieses Gesetz nicht kommt. Ich habe es eingangs gesagt, dass wir hier im Weingut April ausschließlich ökologisch arbeiten. Und ich glaube sogar, dass wir viel mehr Winzerlandwirte begeistern könnten, auf Öko umzustellen, wenn man die phosphorische Säure wieder zulassen würde. Es wurde ersetzt durch Kupfer, aber das ist nicht die optimale Lösung. Kupfer ist ein Schwermetall, es setzt sich im Boden ab und wir haben mehr CO2-Ausstoß, wir verbrauchen mehr Diesel und wir sorgen für mehr Bodenverdichtung. Eigentlich alles das, was nicht nachhaltig und ökologisch ist. Somit wäre die phosphorische Säure für uns wirklich notwendig und abschließend beschäftigt uns die Wasserknappheit. Ein großes Problem mittlerweile, wir haben kaum Niederschlag, wir haben sehr heiße Tage, somit kommen wir um eine Bewässerung überhaupt nicht mehr rum. Könnte man zum Beispiel Zisternen bauen, Zisternen fördern? Wie kann man das Wasser speichern? Eventuell mit Stauseen? Und wenn, wie kriegt man das in Einklang mit dem Artenschutz und mit dem Naturschutz? Herr Kretschmann, Herr Strobel, das sind jetzt sehr viele Themen, wie ich einräume, aber bei beiden war eine These zu viel Regulierung, zu viel Gesetze und die Sorge sozusagen um Existenzen, ob das der Mittelstand ist, ob es jetzt Landwirtschaft, Weinbau ist. Können Sie die Sorgen dieser beiden nachvollziehen? Würden Sie sagen, da trifft ein realer Kern? Wie schätzen Sie jetzt die Lage da ein, im Unterschied zu den Praktikern, sage ich jetzt, bei uns aus der Region? Vielleicht Frage an beide, denke ich. Ja, wir sind zweifellos völlig überreguliert. Es hat sich einmal in 70 Jahren, ist da immer was dazu draufgekommen, wenig unten weg. Das ist keine Frage und wir haben ja jetzt eine Entlastungsallianz gegründet mit der Wirtschaft und den Kommunen, um da ranzugehen, machen das aber schon länger. Wir haben ja einen Normkontrollrat eingeführt, aber das sind nicht so durchschlagende Dinge. Ja, und ich muss einfach sehen, die meisten Vorschriften, die es gibt, kommen nicht vom Land. Also der Anteil von uns, der ist relativ gering, liegt weit unter 10%. Das muss man einfach mal wissen. Das ist auch das Problem, dass wir viele Beschwerden, die können jetzt nicht aus eigener Autorität und Kompetenz einfach lösen können. Und vieles, wo bei vielen haben wir allenfalls eine Teilzuständigkeit. Und jeder weiß, Wirtschaftspolitik und Agrarpolitik erst recht wird zum überwiegenden Teil in der Europäischen Union und im Bund gemacht. Also das ist das Problem. Und es fehlen uns etwas die Formate, wo alle zusammen sind und das machen. Allerdings sind wir natürlich auch selber bei der Umsetzung beteiligt. Da können wir sicher was machen in der Modernisierung der Verwaltung. Das tun wir auch.
Aussagen des Normenkontrollrats haben wir zum Beispiel 350 Millionen Bürokratiekosten eingespart. Also wir sind da dran, aber ich will mal so sagen, wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir nicht an die Ursachen gehen. Darüber wird einfach gar nicht geredet. Diese Sachen fallen doch nicht vom Himmel. Was sind denn Ursachen? Ich nenne einfach mal ein paar, nur damit jeder klar sein muss, das hat was auch am Ende mit den Bürgerinnen und Bürgern zu tun. Das Erste, Sicherheit. Das Bedürfnis nach Sicherheit, obwohl wir eines der sichersten Länder sind, wird es immer noch weiter getrieben. Das Zweite, Einzelfallgerechtigkeit. Können Sie jetzt bei der Grundsteuer sehen? Wir sind abgewichen von dem Scholz-Modell, da hätten wir 3000 Finanzbeamte gebraucht, jetzt brauchen wir noch 300, also immerhin eine Größenordnung weniger. Ergebnis 1,7 Millionen Einsprüche. Jeder sagt, aber das muss für mein Grundstück passen, sonst geht es nicht. Und wenn man das macht, kriegen Sie halt eine breite Regulierung auf der ganzen Front. Man will es jeder Gruppe recht machen und zum Schluss haben wir die komplizierten Steuergesetze, die wir haben. Also das fällt alles nicht vom Himmel. Versicherungsfragen. Warum gibt es so viele Berichtspflichten, etwa in Krankenhäusern? Warum muss der Arzt sagen, zu welchem Zeitpunkt welche Person mit welcher Schere er operiert hat? Weil wenn was passiert, die Versicherung sonst nicht bezahlt. Also ich will einmal mit dem Beispiel sagen, wenn wir nicht an diese Ursachen gehen, wird sich das nicht ändern. Da kann man jeden Sonntag Sonntagsreden dazu ein, das muss man einfach wissen. Das heißt, wenn man eine andere Kultur will, wo man nicht mehr so viel reguliert, dann hat man auch mehr Unsicherheiten, mehr Eigenverantwortung und da muss man einfach auch Ungerechtigkeiten, jedenfalls die man als solche persönlich empfindet, die muss man da einfach in Kauf nehmen und sagen, so ist das Leben halt. Aber wer macht es? Also, oder wenn wir jetzt in der Verwaltung, müssen wir natürlich schauen, dass wir eine andere Fehlerkultur haben. Der Sachbearbeiter am Schluss in einem Landratsamt, warum soll der ins Risiko gehen? Wenn er nachher einen Anschiss kriegt von seinem Vorgesetzten, sagt, warum hast du das nicht gemacht und das? Die Vermerke, die ich bekomme, tragen immer Bedenken vor, die meine Beamten wollen mich schützen davor, dass ich was mache, wo ich nachher Probleme habe. Dadurch entsteht eine Bedenkenkultur und wenn man diese Fehlerkultur ändern will, das geht nur top-down. Nicht? Dann musst du sozusagen die Verwaltung ändern, ihre Mentalität, da sind wir dabei. Am Schluss noch die Beschwerde jetzt über die Windparks. Das haben wir ja gemacht, das hat anderthalb Jahre gedauert, jetzt sind wir bei der Hälfte, nicht mehr bei 7 Jahren. Und viele Kreise schaffen das schon in einem Jahr. Aber da werden halt bestimmte Sachen abgeschafft, wie das Widerspruchsverfahren, das kostet ein Jahr, das wird abgeschafft. Nicht? Und so weiter und so fort. Also ich will sagen, das werden wir alles machen aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben das Personal nicht mehr, um so filigran zu regieren. Das Personal ist einfach nicht mehr da. Ja, egal, wo wir hinschauen, wir haben das nicht mehr. Und deswegen bin ich optimistisch, dass diesmal wirklich was passiert, weil wir das einfach nicht mehr können. Nehmen wir ein Beispiel, die Ausländerbehörde in Stuttgart kann ein Drittel ihrer Stellen gar nicht besetzen. Und das haben wir in jedem Bereich, wo ich hinkomme, außer vielleicht bei Zeitungsredakteuren, überall herrscht Fachkräftemangel. Die Zeitungen haben natürlich ein Problem, die müssen die entlassen ja teilweise. Aber das ist eine absolute Ausnahme, die mir gerade einfällt. Sonst kann ich hinkommen, in welche Branche ich will, alle klagen über einen Fachkräftemangel. Auch wir merken das selbst im Staatsministerium sozusagen, die Creme der Landesverwaltung, selbst ich habe schon Probleme,
alle Stellen immer besetzt zu haben. Früher haben sich da Hunderte von Leuten beworben auf eine Stelle. Das ist alles vorbei und die, die sich bewerben, haben sehr hohe Ansprüche. Ich will Herrn Strobel einbeziehen und einfach noch mal fragen, Bedenkenkultur, Mischung aus Sicherheitsdenken und Perfektionismus, die sozusagen diesen Bürokratie und die Regelungswut enttreibt, würden Sie das unterschreiben? Ich habe mal von Ihrem Schwiegervater, der hat mal vor vielen Jahren in einem Hintergrundkreis gesagt, er würde die Rechtsschutzversicherungen abschaffen, wenn es nach ihm ginge. Das war so ein Reflex. Sehen Sie das auch so, dass diese Verrechtlichung ein Problem ist, weshalb man bei uns so auf Nummer sicher geht und alles kompliziert wird? Ja, absolut. Und die Überregulierung ist ganz sicher der größte Hemmschuh für eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Die Rechtsschutzversicherungen sei es drum. Aber man kann ja auch, wenn man in Hamburg lebt, über die Verbandsklage bestimmte Dinge beklagen, die sich in Freiburg ereignen. Das hat man noch nie so richtig eingeleuchtet. Trotzdem tun wir die Verbandsklagerechte in den letzten Jahren immer mal noch ein Stück ausbauen. Und ansonsten, was die Vertreterin der Vertreter der Wirtschaft, also Landwirtschaft ist für mich auch Wirtschaft, gesagt haben, kann man nur voll und ganz unterstreichen. Die Familienbetriebe, ja, der Mittelstand, das Handwerk, das ist das Rückgrat der baden-württembergischen Wirtschaft. Ich will aber schon auch sagen, wir sind als Baden-Württemberger mal ganz gut aufgestellt. Wir sind Exportland Nummer 1 in Deutschland, nach wie vor. Nicht nur pro Kopf, sondern auch in absoluten Zahlen von Nordrhein-Westfalen, obwohl die ein bisschen größer sind als wir. Ganz wichtig, auch vor den Bayern, ja, liegen wir im Export vorne. Wir sind Innovationsland Nummer 1, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, Platz 3 in der Welt. Also nirgendwo in Europa wird so viel geforscht und entwickelt, ist der Anteil am Bruttoinlandsprodukt für F&E so hoch wie bei uns in Baden-Württemberg, nirgendwo in Europa. Das wird die Zukunft sehr, sehr wichtig. Und wir sind auch das Land der Hidden Champions. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Weltmarktführer, also nicht ganz große Unternehmen, aber größere Unternehmen, die ihr Produkt herstellen, das niemand auf der ganzen Welt so gut herstellen kann, wie das in Baden-Württemberg ist. Und interessant, im Unterschied zu Nordrhein-Westfalen beispielsweise, sind diese Hidden Champions nicht nur in den Ballungsräumen, sondern bei uns auch in den ländlichen Räumen, sodass wir im Grunde genommen eine wirklich gute Struktur haben. Was kann man tun? Ich will Ihnen ein Beispiel sagen und auch ein bisschen ein Problem aufzeigen. In meiner Heimatstadt Heilbronn, immer wenn ich den Landrat besucht habe, ich habe es einmal gezählt, standen 150 Leute vorm Landratsamt. Die meisten von ihnen hatten zwei so Täfele unterm Arm. Nummerntäfele, Kraftfahrzeugzulassungsstelle heißt das Amt. Ja. Und das haben wir dann in Heilbronn voll digitalisiert. Also erstens, man kann zu Hause von der Couch das Kraftfahrzeug anmelden, abmelden, ummelden. Ja. Und zum Zweiten, es ist ein voll digitalisierter Prozess. Voll digitalisiert. Also es entsteht nirgendwo mehr bis Flensburg eine Papierakte. Sage ja auch gleich was zu Freiburg dazu. Eine Sekunde. Ich sage gleich mal was für Freiburg dazu. Die Schlange in Heilbronn ist weg. Oder vielleicht noch, was für die Heilbronner sehr, sehr wichtig ist. Da der Digitalisierungsprozess auch ein Entbürokratisierungsprozess ist. Man braucht nämlich nicht mehr so viel Personal. Die tun im Grunde genommen jetzt da die Marken und so weiter noch zusammensuchen, das in der Kuvertpacke und schicken es los. Ach, das vielleicht noch, wir haben jetzt die Premium-Lösung seit November laufen. Sie lassen also Ihr Auto zu oder Ihr Motorrad oder was auch immer und 10 Minuten später fahren Sie auch los. Ja?
sehr bürgerfreundlich, finde ich. Und da wir weniger Personal in der Zulassungsstelle brauchen, haben wir die Gebühren günstiger gemacht bei der digitalen Zulassung. Deswegen Stück für Stück nehmen das auch viele Leute an und die Schlange in der Kraftfahrzeugzulassungsstelle ist weg. Ein Wort noch zu Freiburg, weil jetzt zu Freiburg. Ja, und dann, ja. Wir haben das als ein Pilot gemacht, und zwar für ganz Baden-Württemberg zunächst. Dann hat sich aber herausgestellt, dass das so gut ist, dass es sich für ganz Deutschland eignet. Wir haben in Baden-Württemberg 44 Zulassungsstellen, und ich habe den Landrätinnen und Landräten und den Kommunalen gesagt, ihr habt jetzt Zeit bis zum 31.12. das 1:1 in allen Zulassungsstellen zu übernehmen. Mein letzter Stand war, dass 38 Zulassungsstellen in Baden-Württemberg von 44 dieses digitale Modell machen. Hat im Übrigen für die Wirtschaft den Vorteil, diejenigen, sagen wir mal, Autohäuser und dergleichen mehr, die können da auch sogenannte Massenzulassungen in einem Schritt digital machen. Das entlastet also die Unternehmen auch tatsächlich. Ja. Und wenn es in Freiburg bis Ende des Jahres nicht klappt, der erste Bürgermeister, Herr Stefan Breiter, ist hier. Er sagt, bis zum 31.12. wird das Modell auch in Freiburg übernommen. Dann klappt es auch in Freiburg. Herr Breiter, das bringen wir online first, okay? Herr Gretschmann, Sie noch und dann, gerne. Aber ich würde gerne noch was zum Weinbau sagen, aber gern auch vorher. Also, sagen Sie aber kurz, weil wir werden dann immer dazwischengrätschen, damit möglichst viele Themen wirklich auch besprochen werden. Das verstehe ich schon, aber der Weinbau ist mir deswegen sehr wichtig, weil ich komme ja aus Heilbronn am Neckar, das ist die größte Rotweinregion Deutschlands. Wenn Sie das von dem heutigen Abend mitnehmen, den besseren gibt's hat sich der Zug für Sie und mich schon gelohnt. Den Protest habe ich einkalkuliert. Also, das ist ein Teil unserer Kultur. Das ist nicht nur Wirtschaft, das ist auch Wirtschaft. Deswegen heißt das Landwirtschaft, aber das hat auch was mit Kultur und, wie es die Winzerin angesprochen hat, mit Kulturlandschaft zu tun. Und unsere Winzer haben gigantische Probleme. Das will ich jetzt einmal nicht im Einzelnen nehmen, will aber wirklich auch auf das eingehen, was sie gesagt hat, sonst macht das ja keinen Sinn, dass sie sowas hier vorspielt. Nur eine Viertelstunde. Ja gut, also sie hat das Thema Pflanzenschutz angesprochen und was die Europäische Union vorhat. Und das trifft Baden-Württemberg ins Mark. Ja? Weil der Pflanzenschutz in sogenannten, sie hat gesagt, Schutzgebiete, ich verkürze das jetzt alles mal, in sogenannten Schutzgebieten nicht mehr erlaubt ist. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wir sind im Grunde genommen in Baden-Württemberg überall Schutzgebiet. Also der gesamte Kaiserstuhl. Aber überall, wo bei uns Sonderkulturen am Bodensee und so weiter sind, der Weinbau bei mir und natürlich im Südbadischen, ist überall Schutzgebiet. Das heißt, es ist im Grunde genommen kein Pflanzenschutz mehr möglich. Und jetzt höre ich manchmal in Diskussionen, Ökolandbau und da braucht man keinen Pflanzenschutz mehr. Das ist wirklich barer Unsinn. Quatsch. Ja? Auch der Ökolandbau, auch die Öko-Winzerin, wenn sie da wäre, würde sie das sicher beschädigen, machen natürlich Pflanzenschutz. Ohne Pflanzenschutz ist im Grunde genommen Weinbau bei uns nicht mehr möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dagegen wirklich vorgehen. Der Ministerpräsident tut das. Er hat an die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen einen Brief geschrieben. Ich würde mir wünschen, der Kollege Haug, unser Landwirtschaftsminister, kämpft auch, dass auch der Bundeslandwirtschaftsminister, da höre ich, dass man seitens des Bundes nicht so in die Gänge kommt, und er hat ja auch Bezüge zu Baden-Württemberg, sich etwas kräftiger aufstellt, um diese für den baden-württembergischen Wein wirklich im Grunde genommen tödliche Sache, die da aus der EU kommt, auszubremsen. Und vielleicht eine letzte Bemerkung. Ganz offen gesprochen, der badische und der württembergische Wein haben auch deswegen ein Problem, weil knapp zwei Drittel, über 60% der Weine, die bei uns getrunken werden in Deutschland, ausländische Weine sind. Ja. Und deswegen ist meine Empfehlung, trinkt mehr Kaiserstühler. Und meine Heilbronner auch. Okay, Herr Gretschmann.
jetzt schon gesagt worden, ja. Sobald wir das erfahren haben, haben wir sofort in Brüssel interveniert. Mhm. Wir haben einen Brief geschrieben, wir haben das vorgebracht in Brüssel selber, wir sind zu den Abgeordneten, das wird so nicht kommen. Mhm. Das ist mal sonnenklar. Weil das ist eine existenzielle Sorge, ja, das, hier das in der Region. Das wird so nicht kommen. Ja. Und wir haben ja damals, als es dieses Volksbegehren Biene gab, ja, einen großen Kompromiss geschmiedet. Daraus ist das Biodiversitätsstärkungsgesetz erfolgt. Einen großen, glaube ich, guten Kompromiss zwischen Landschaft und Naturschutz. Das heißt, wir haben eigentlich die Blaupause dafür geschaffen, wie Brüssel sowas behandeln soll. Also ich will sagen, dort, wo wir nicht zuständig sind, intervenieren wir aber. Und zwar erfolgreich. Und ich will mal behaupten, dass ich wahrscheinlich mehr in Brüssel bin als alle anderen Ministerpräsidentenkollegen zusammen. Mhm. Ich weiß, da die Musik spielt, wir sind da gut aufgestellt. Ich habe einen hervorragenden Europastaatssekretär und wir sind da immer Gewehr bei Fuß. Jetzt nehmen wir mal nochmal das Thema, das wir vorher hatten. Die Medizinprodukteverordnung. Das ist wirklich ein monströses Machwerk, das viele unserer mittelständischen Betriebe wirklich bedroht. Ja? Jetzt muss man fragen, wie ist das entstanden? Durch den Silikonbrustskandal in Frankreich. So ist es immer. Nicht da entsteht was Skandalöses und dann rollt die Regulierungsmaschine wie ein Rasenmäher über alles weg. Das ist das Problem. Also auch das ist ein Grund für Bürokratiegeneration, große Skandale, auf denen alle sagen, wer hat es nicht kontrolliert? Dann stehen alle bei mir auf der Matte und sagen, warum haben Sie das nicht verhindert? Und dann entsteht wieder Bürokratie, noch mehr Vorschriften. Das will ich nur mal sagen. Also das bedeutet ein hartes Bohren, dicker Bretter und das müssen wir angehen. Aber wie gesagt, auch das, was dahinter steht, in den Blick nehmen, sonst kommen wir nicht weiter. Und dort, wo sowas geschieht, intervenieren wir. Und zwar erfolgreich. Ich vielleicht würde gerne noch beim Thema Wirtschaft bleiben, aber eine Zwischenfrage muss ich jetzt doch stellen, weil Sie jetzt beide das Thema überzogenes Sicherheitsdenken mehrfach angesprochen haben. Gleichzeitig frage ich mich, ob Sie nicht selber auch dazu beitragen. Also nach der Frühjahrsklausur hat die CDU-Fraktion verkündet, die neue Überschrift ist Sicherheit in einem umfassenden Sinne, also nicht mehr nur Polizei oder so. Und im Sommer, glaube ich, hat Ihr Fraktionschef, Herr Kretschmann, dann gesagt, der Slogan der Grünen ist Sicherheit im Wandel. Das haben Sie dann beim Parteitag der Grünen als sehr gutes Motto bezeichnet. Versprechen Sie da nicht eigentlich das Gleiche? Kommen Sie diesem Sicherheitsbedürfnis sich entgegen? Naja, also ich glaube, Sicherheit ist schon ein Grundbedürfnis der Menschen. Sicherheit ist im Grunde genommen Voraussetzung für vieles, auch für ein freies Leben. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es eine erste staatliche Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass wir in einem sicheren Land leben können. Das ist eine ständige Herausforderung. Wir sind in Baden-Württemberg eines der sichersten Länder der Republik, immer im edlen Wettstreit mit den Bayern. Wir sind in den knapp 8 Jahren, wo wir miteinander jetzt regieren, gut vorangekommen. Die Kriminalitätsbelastung für die Bürgerinnen und Bürger ist stark zurückgegangen. Sie ist auf dem Stand, wie sie vor 40 Jahren war. Die Aufklärungsquote konnte gesteigert werden. Aber es gibt neue Herausforderungen. Stichwort Cybercrime, Cyberspionage, Cybersabotage. Ja, da reden Sie jetzt vom engen Sicherheitsbegriff natürlich. Und dergleichen mehr, ja. Und wir haben einen umfassenden Sicherheitsbegriff, weil wir natürlich auch soziale Sicherheit wollen und insgesamt wollen, dass die Menschen ein sicheres Leben führen können. Großes Versprechen. Da gibt es ja schon viele Menschen, die sich jetzt auch Sorgen machen, gerade wirtschaftlich, wenn sie auf die Zukunftstechnologien gucken, die uns da erwarten. Da bringen wir uns nicht hin, aber sind wir vermutlich künftig in großen Abhängigkeiten beim Wasserstoff, beim Windstrom, der aus Norddeutschland kommen muss, bei der CO2-Einlagerung, die es brauchen wird, um die Klimaziele zu erreichen. Ihre Kritiker werfen Ihnen vor, dass Sie das Land solide verwalten, aber keine Vision haben, wo das in 10 Jahren sein soll.
auch wirtschaftlich nicht. Bräuchte es nicht sowas wie, weiß nicht, Sie haben das Klimaschutzgesetz und das Klimamaßnahmenregister sehr kleinteilig, sehr ambitioniert. Bräuchte es sowas nicht auch für die Wirtschaft, statt nur ein paar Roadmaps oder, also ich will auch nichts gegen Ihre Strategiedialoge gesagt haben, aber die sind viel weniger kleinteilig und als so ein Klimamaßnahmenregister. Bräuchte es nicht sowas viel eher für den Bereich Wirtschaft auch? Ich glaube, das ist mit der Sicherheit. Die Sicherheit in großen Fragen ist enorm wichtig. Ist ein Grundbedürfnis und die erste Legitimation, da muss man nur in die Staatstheoretiker gucken, die großen, ist überhaupt die erste Legitimation, dass es Staat überhaupt gibt. Dass er die Sicherheit seiner Bürger gewährleistet, nicht? Und wir haben das jetzt gemerkt, die Zeitenwende durch den Ukraine-Krieg, wie das auf einmal in den Vordergrund rückt. Es geht da nur, auch Bürokratie ist höchst sinnvoll. Ohne Bürokratie gibt es keinen Rechtsstaat. Ohne Regeln gibt es kein geordnetes Zusammenleben. Die Frage ist ja nur, wie weit treibt man das? Und das, was Sie angesprochen haben, das ist jetzt natürlich eine große Frage. Nicht? Man hat es gesehen bei dem Heizungsgesetz vom Bundeswirtschaftsminister. Das ist ja mal gründlich schiefgegangen, nicht? Weil die Reihenfolge gar nicht gestimmt hat. Nicht? Wir haben in Baden-Württemberg die Wärmeplanung ja sehr früh in Gang gesetzt. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Aufwand für Kommunen, wo auch erst mal alle gesagt haben, was soll jetzt das wieder? Aber natürlich kannst du sozusagen die Energiewende nicht machen, wenn nicht klar ist, was passiert eigentlich, nicht? Und jeder muss ja am Schluss wissen, wie heiz ich, ja? Und wenn jetzt jemand in einem Gebiet ist, wo er gut mit Fernwärme versorgt wird, ist es ja die Königswahl, dass er sich auch da anschließt und nicht schon was anderes einbaut, das viel teurer ist und nicht umweltfreundlich und so weiter. Also das ist die große Frage, nicht? Und ich denke, die Erfahrung mit dem GEG zeigt mir jedenfalls, wir müssen wieder, das war ja auch die Ansage der beiden Menschen aus der Wirtschaft, wir müssen wieder mehr auf die soziale Marktwirtschaft bauen, also mehr über Preise machen und ordnungspolitisch vorsichtiger sein, muss auch ordnungspolitische Maßnahmen machen. Wir haben zusammen eine gemacht, so wie die Solarpflicht auf Dächern, bei allen Neubauten schrittweise, erst bei den Nichtwohngebäuden, jetzt bei allen. Das ist einfach ein bescheidener Eingriff, ja, der sich dazu noch lohnt. Da gab es nur ein leises Grummeln, weil man nützte eigentlich eine bestehende Infrastruktur, die sonst brach liegt. Also dagegen gab es jetzt keinen Widerstand. Ich will einfach sagen, die Frage, welche Mittel wende ich an? Wo wende ich das Ordnungsrecht an? Wo nehme ich marktwirtschaftliche Instrumente wie Preise? Wo kann ich fördern? Nicht, das ist eigentlich das schwierige Geschäft, das richtige Mittel für den richtigen Zweck zu wählen. Und da ist man immer in einer Lernkurve. Aber Tatsache ist, wir brauchen ein bestimmtes Maß an Regeln. Es sollten weniger sein und die müssen wir dann aber auch durchsetzen. Die müssen dann auch funktionieren, aber nicht alles bis ins Kleinste regeln, dann hebt sich das einfach irgendwann selber auf. Gerade gestern wieder erfahren, es musste die arme Kultusministerin ein Schreiben machen an die Schulen, mit der Mehrwertsteuer bei Kuchenverkäufen auf irgendwelchen Schulfesten, 16 Seiten. Nein, ich dachte echt, ich falle echt vom Stuhl. Ja, jetzt reden wir da über Bürokratieabbau. Da bin ich Sie heute etwas angegangen in unserer Fraktionssitzung. Da hat sie mir natürlich zu Recht gesagt, dass das jetzt ihre Schuld mal nicht ist. Also ist ja klar, jetzt hat die EU die Idee gehabt, auch die öffentliche Hand ist umsatzsteuerpflichtig. Okay, aber doch nicht bei Kuchenverkäufen in Schulen. Und wenn wir sozusagen alles durchdeklinieren bis zum Kuchenverkauf bei einem Schulfest, es ist einfach irre.
Und ich, da muss man halt mal sagen, wo hört es einfach auf? Das ist ja volkswirtschaftlich, also, volkswirtschaftlich ohne jeden Belang. Es hat gar keinen Sinn. Und da muss man einfach fragen und sagen, das lässt man überhaupt, man macht daraus gar keinen Vorgang. Ja? Und wenn wir immer aus allem einen Vorgang machen, wo kein Mensch auf die Idee käme, dann führt es halt zu solchen Sachen. Aber kommt halt irgendein Schlaumeier und beschwert sich darüber. Ja? Herr Getschmann, ich und so weiter und so fort. Also das will ich einfach sagen, das sind immer Beispiele, die sehen, wo muss man ran. Also zum Beispiel klare Bagatellgrenzen, die müssen auch hoch sein, wo man einfach die Finger davon lässt. Ich denke, wir kommen auf dieses Thema auch nochmal Regulierung und was es in der Stimmung der Bevölkerung aufmacht. Man merkt ja auch, was, wie da Menschen ansprechen. Kommen wir noch. Ich würde gerne noch über ein konkretes, aktuelles Problem, nämlich Finanzen reden, und zwar mit Blick auf das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Das ja den Klimatransformationsfonds, die 60 Milliarden einkassiert hat, was aber ja nicht nur ein Bundesproblem ist, sondern auch ein ganz starkes Landesproblem. Also erste Frage, wo trifft es möglicherweise baden-württembergische Projekte? Und zweite Frage hinterhergeschickt, Sie haben heute in Stuttgart in den Raum geworfen, Sie wären auch durchaus für eine Modernisierung, Veränderung der Schuldenbremse, Sie würden das anregen. Die Frage an Sie beide, angenommen, es käme zu einer Lockerung der Schuldenbremse, würde Baden-Württemberg im Bundesrat dazu stimmen? Als grün-schwarze Regierung, die Schwarzen sind jetzt nicht so bekannt dafür, dass sie gegen die Schuldenbremse sind. Sie bisher auch nicht, aber sie haben sich jetzt ja offen gezeigt. Ich bin großer Anhänger der Schuldenbremse. Ich war ja mitbeteiligt. Es war damals der Ministerpräsident Oettinger, der ja da Vorsitzender der Föderalismuskommission war, dass die kommt. Das halte ich für unerlässlich. Ich bin ein großer Anhänger der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist jetzt schon eigentlich flexibel. Mhm. Wir können in Naturkatastrophen, das haben wir ja auch gemacht, da haben wir ja enorme viel Schulden aufgenommen, um da schwere Verwerfungen zu verhindern, aber auch bei auch eine Konjunkturkomponente. Also ist schon flexibel. Worüber jetzt mal nachdenken kann, ist, ob man, weil wir müssen ein Zeitalter der Investitionen und wir leben einfach nicht allein auf der Welt. Ja, das ist einfach das Problem. Und die ganzen Lehrer der reinen Marktwirtschaft, das gibt es halt nirgendwo auf der Welt. Nirgendwo auf der Welt wird die energiefreien Märkten überlassen. Wir sehen jetzt am Inflation Reduction Act in den USA, dass da massiv subventioniert wird, von den Chinesen mit ihren Dumpingpreisen mal gar nicht zu sprechen. Ja, und wir müssen ja in so einer Welt schauen, wie schaffen wir den Transformationsprozess. Da haben wir eine relativ wenig Zeit. Da muss man schon überlegen, ob man für ein bestimmtes Kompendium von Investitionen die Schuldenbremse einfach modernisiert. Dafür gibt's jetzt große Debatten. Aber erstmal bin ich ein großer Anhänger der Schuldenbremse, damit da kein Zweifel besteht. Weil, verstehen Sie, ich bin jetzt sehr lange in der Politik. Und wenn man Schulden hat, und dann sind sie einfach nur da. Und warum sie gemacht worden sind, das spielt nämlich keine Rolle mehr. Und diese ganzen Schuldendebatten, die kommen aus der Zeit der Niedrigzinsphase. Jetzt haben wir wieder recht hohe Zinsen. Dann muss man, wenn man Schulden aufnimmt, Zinsen und tilgen. Und dann hat man weniger Geld für Gestaltung. Das kenne ich noch sehr gut, wo die Zinsen einen Großteil der Gestaltungsmöglichkeiten weggefressen haben. Also deswegen führen die baden-württembergischen Grünen jedenfalls diese Debatte sehr, sehr moderat. Und wie das aussehen könnte, müssen uns da mal die Wissenschaftler auch mal Vorschläge machen.
da sind viele dafür, manche auch dagegen. In die Debatte muss man jetzt einführen. Jedenfalls ist klar, wir müssen in einem Umfang investieren, der ist einfach gigantisch. Ja, wenn Sie nur an die Wasserstoffinfrastruktur denken, müssen wir jetzt aufbauen, obwohl es ja noch gar keinen grünen Wasserstoff gibt. Da haben Sie keine Refinanzierung, nichts. Wer macht es, wer finanziert es? Nicht, das sind, sind schon brennende Fragen. Und ich will aber nochmal sagen, erstmal betrifft uns das Bundesverfassungsgerichtsurteil erstmal überhaupt nicht, weil wir das nicht gemacht haben. Schon vor dem Urteil war für uns klar, wenn wir nicht alle Gelder aus der Corona, aus diesen Corona-Krediten benötigen, werden die zurückgezahlt. Das war immer Linie des Finanzministers. Das war immer klar, dass wir was machen. Und warum die Bundesregierung das anders gemacht hat, ist mir einigermaßen schleierhaft. Denn beim Sondervermögen für die Bundeswehr mit den 100 Milliarden hat ja der Lindner darauf bestanden, dass das in der Verfassung abgesichert ist. Also wusste er das doch eigentlich, dass man das nicht neben der Verfassung einmal irgendwelche Sondervermögen kreieren kann. Darum ist mir das echt schleierhaft, wie der dazu kommt. Und letztlich trägt er dafür die Verantwortung für das Desaster, das da entstanden ist. Herr Strobel, trotzdem, wenn es zu einer Lockerung käme, das wird ja im Bund ganz stark diskutiert, würden Sie das als Landespolitiker mittragen können? Und es geht ja nicht nur um, also es geht ja um kofinanzierte Projekte, wo Baden-Württemberg getroffen ist, auch wenn Baden-Württemberg selber nichts umgewidmet hat. Ich glaube, von daher sind Sie schon mitgefangen und haben jetzt ein Problem. Also das unmittelbare Problem, will ich nochmal einfach sagen, haben wir nicht, weil wir das Gott sei Dank nicht so gemacht haben. Aber die kofinanzierten Projekte, die vielleicht wegfallen, die haben Sie schon. Ich habe mit dem Ministerpräsidenten mal über dieses offenkundig verfassungswidrige Modell der Ampel unterhalten. Und normalerweise verrate ich nicht, was ich mit dem Ministerpräsidenten bespreche. Machen wir mal eine Ausnahme für die Badische Zeitung. Ja, das hat keine Sekunde gedauert, wo wir uns einig waren und im Übrigen auch mit dem Landesfinanzminister und in der Koalition, weil das erkennbar nicht ging. Und deswegen will ich das einfach unterstreichen. Das muss die Ampel und der Bundesfinanzminister, dieses offenkundige, verfassungswidrige Handeln, müssen die schon mal auch verantworten. Ja? Das Zweite ist, Sie haben recht, das wird uns natürlich treffen, weil bestimmte Projekte jetzt in Baden-Württemberg nicht finanziert werden können. Ich bin allerdings nicht der Auffassung, dass der Bund gar keine Möglichkeiten hat, Geld irgendwo einzusparen. Und ich bin wirklich seit 2 Jahren immer wieder geplättet, wie der Bund bei Infrastrukturen zu wenig Geld ausgibt. Im Übrigen auch bei Forschung und Entwicklung tendenziell weniger ausgibt. Bei der inneren Sicherheit, beim Katastrophenschutz weniger ausgibt. Aber trotzdem hat man kein Problem, mal so Tankgutscheine verteilen oder aber auch das Bürgergeld in eine Dimension zu bringen, dass viele Betriebe darüber klagen, dass ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Lust mehr haben zu schaffen, weil sie sich im Bürgergeld besser stellen. Da glaube ich schon, dass mit diesen konsumtiven, ja, das Bürgergeld zu erhöhen, heißt es über Gasleitung oder Stromleitung, die baut man einmal, dann ist sie finanziert. Aber diese Erhöhungen im konsumtiven Bereich, die sind ja strukturell und belasten alle Haushalte in der Zukunft. Und dann Thema Schuldenbremse aufweichen. Ja, jetzt hat man da ein Problem. Naja, also ich war vor 1,5 Jahrzehnten jemand gewesen, der sehr zum Ärger mancher auch in der CDU mit durchgesetzt hat, dass wir in das alte Grundsatzprogramm, wir schreiben ja gerade ein neues, das Thema Schuldenbremse, damals hieß es bei uns Neuverschuldungsverbot, reinkommt. Wir haben in den Sondierungsgesprächen als CDU gesagt, wir wollen vor allem enkelgerechte Politik, was den Klimaschutz angeht, aber auch mit Nachhaltigkeit bei der Finanzpolitik. Wir können nicht auf Kosten künftiger Generationen heute Politik machen. Deswegen ist es mir mit der Schuldenbremse
sehr, sehr ernst. Ich bin extrem zurückhaltend. Wenn der Ministerpräsident, die Grünen, wer auch immer Ideen hat, wird man über alles sprechen. Aber zwei Dinge will ich schon sagen. Erstens, wir haben am Anfang die beiden Einspieler gehört. Das ist ein Standortfaktor. Ja? Hohe Staatsverschuldung macht einen Standort nicht attraktiv, weil intelligente Unternehmen wissen, dass die Schulden irgendwann einmal zurückbezahlt werden müssen mit Zinsen. Und was heißt es? Das heißt höhere Steuern. Für die Bürger, aber vor allem auch für die Unternehmen. Und ein Unternehmensstandort mit hohen Steuern ist nicht so sehr attraktiv. Und das Zweite ist, auch das will ich mal einfach sagen und mal aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Wir haben Einnahmen, auch und vor allem der Bund, die sind so hoch, wie sie noch nie gewesen sind. Und trotzdem kommt man mit dem Geld nicht aus. Wir müssen vielleicht einfach einmal alle miteinander begreifen, Schuldenbremse hin, Schuldenbremse her. Ich bin dafür, dass wir sie belassen, dass wir begreifen, dass mittel-, kurz- und langfristig, so wie es jedem Privaten auch geht, der Staat den Grundsatz halten muss, man kann nur das ausgeben, was man auch einnimmt und was man auch hat. Herr Strobel, mit der enkelgerechten Politik haben Sie damals den Begriff One-In, One-Out verbunden. Der steht auch so im Koalitionsvertrag. Ich glaube, weil die CDU das gerne wollte, aber die Grünen haben das mit unterschrieben. Ist damals allgemein so verstanden worden, wenn man einen neuen Wunsch reinschreibt, muss man was anderes dafür rausstreichen, was es bisher gab. Sie haben ja selber gesagt, es gibt eigentlich, hat bisher gegeben, Rekordhaushalte. Vielleicht können Sie mal sagen, was Sie sich unter dem Begriff vorgestellt haben und wo der geblieben ist. Ja, das ist sehr ambitioniert gewesen, dass wir im Grunde genommen gesagt haben, wenn wir ein neues Gesetz machen, eine neue Belastung machen, muss eine alte dafür raus. In Baden-Württemberg haben wir jetzt jedenfalls nach meinem Eindruck eher den Weg genommen, dass wir so ein Moratorium gemacht haben und jedenfalls uns alle Mühe gegeben haben, landesseitig nicht zusätzliche Belastungen für die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger zu machen. Und das finde ich jetzt im Grunde genommen auch nicht schlecht, einfach mal zu sagen, wir tun nichts mehr, was mehr Bürokratie bringt und mehr Belastungen bringt, außer die Dinge, die wir zwingend machen müssen, weil sie durch EU-Recht oder durch nationales Recht vorgegeben sind. Also insofern haben wir uns in Baden-Württemberg ganz schlank gehalten. Aber die Wahrheit ist, auch wir sind in dem Punkt nicht fehlerfrei. Und insbesondere haben wir uns ein ambitioniertes Ziel gesetzt mit der Entlastungsallianz, dass wir ja auch Dinge zurückstreichen wollen, dass wir entbürokratisieren wollen, dass wir Dinge verschlanken wollen. Und jeder, der sich da damit mal beschäftigt hat, weiß, dass das Ziel, sich zu setzen, das in einem Interview zu sagen, in einem Aufsatz zu schreiben, sehr, sehr viel einfacher ist, als es tatsächlich zu machen. Die meisten Vorschriften sind nämlich nicht gemacht worden, um die Menschen zu ärgern, sondern es ist immer irgendwas, nehmen Sie das Bauen. Ja? Da tut man was für die Behinderten, dann tut man was für die Alten, dann tut man was fürs Klima. Alles hat für sich seine Berechtigung. In der Summe ist es ein Vorschriftenwust, der das Bauen furchtbar kompliziert und am Ende des Tages auch furchtbar teuer macht. Nur wo machst du? Wo fängst du an? Bei den Behinderten, bei den Alten, beim Klima. Im Grunde genommen erwartet die Gesellschaft, dass man eher immer mal noch ein bisschen mehr macht. Das bisschen mehr macht aber in der Summe die Sache kompliziert und teuer. Und deswegen ist das jetzt sehr, sehr ambitioniert, aber da wir eine breite Allianz haben, an der sich die Wirtschaft beteiligt, Verbände beteiligen und wir uns auch in der Landesregierung und in der Koalition sehr einig sind, bin ich verhalten zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr auch Entlastungen und Entbürokratisierung tatsächlich in Baden-Württemberg mal wuppen. Und trotzdem gibt es natürlich nicht nur ein bisschen was zu tun, sondern es sind ja riesige Herausforderungen, wenn ich nur an Klimawandel denke. Wir haben jetzt aber noch mal zwei Statements, die auf zwei ganz andere Probleme hindeuten. Und
gerade vor dem Hintergrund von dieser Klimaherausforderung, von dieser Transformation, wenn man dann sieht, was in unserer Gesellschaft dann noch gärt, dann sieht man natürlich auch, wie schwierig möglicherweise einfach das Gestalten von Politik ist. Ich bitte jetzt die Frau Katz und dann hinterher den Herrn Albiers, dass wir diese zwei Statements machen. Mein Name ist Selina Katz, ich bin Vorsitzende der israelitischen Gemeinde Freiburg. Wir durchleben zurzeit sehr schwierige Zeiten. 7.10. ist eine Zäsur in unserem jüdischen Leben in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland. Und dieses Massaker von der Hamas an diesem Tag, an dem wir unsere Simchat Torah gefeiert haben, das war der letzte Feiertag von den hohen Feiertagen, jüdischen Feiertagen und gleichzeitig auch ein Schabbat, das war das größte Verbrechen gegen Juden seit der Shoah. Und bei uns in der Gemeinde gibt es nicht nur die Menschen, die aus der Ukraine kommen, also sie kommen auch aus vielen, vielen Ländern, auch aus Israel. Und wir haben dort alle unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Verwandten. Und da hat es jeden quasi in der jüdischen Gemeinde Freiburg und nicht nur in Freiburg getroffen. Und seitdem ist unser Leben nicht wie es früher war. Wir bekommen jetzt viele, viele Anfragen von verschiedenen Organisationen, Vereinen, Schulen und so weiter. Sie wollen mehr von jüdischem Leben wissen und besonders schwer ist jetzt die Situation von Lehrern und Lehrerinnen in den Schulen, weil sie viele Kinder, also es kann so sein, dass in einer Klasse jüdische und muslimische Kinder sitzen. Und die, das ist eine schwere Situation, wie da der Nahostkonflikt auch in den Schulen ausgetragen wird. Und unser Wunsch ist, dass wir unser jüdisches Leben, so wie auch früher, führen können und dass wir nicht gefährdet dabei sind. Klar, die jüdischen Einrichtungen sind gefährdet, das ist allgemein bekannt. Allein in der letzten Zeit mussten wir viele leider Strafanzeige erstatten gegen Schmierereien am jüdischen Friedhof, gegen Beleidigungen, antisemitischen Beleidigungen, gegen die Schmierereien auf den Fotos der israelischen Geiseln. Die wurden verschmiert und dazu noch 70 davon wurden abgeschnitten. Und wir suchen jetzt nach diesen Fotos, die verschwunden sind. Das wollen wir alles nicht. Und wir wollen im Frieden und in Ruhe leben und unsere Religion ausüben. Und dazu brauchen wir Schutz. An dieser Stelle bedanke ich mich ausdrücklich bei der Badischen Zeitung für diese Möglichkeit, die mir gegeben wurde, für mein Statement. Vielen Dank. Das ist Frau Katz, die Vorsitzende der israelitischen Gemeinde. Und wir haben uns überlegt, dass wir das einfach als Spot setzen, weil das auch ein Schlaglicht wirft auf die Stimmung in unserer Bevölkerung. Die Frage, wir brauchen Schutz von ihr, aber was passiert mit uns? Was ist in unserer Gesellschaft damit, weshalb so jemand um Schutz bitten muss, begründet? Ich würde gern noch ein anderes Statement dazu setzen, das erstmal komplett anders ist. Da geht es um Migration und es ist nicht jetzt ein Bürgermeister, der sagt, er hat Probleme mit dem Unterbringen, sondern es ist ein Seenotretter, ein Arzt, der hier in Freiburg Flüchtlinge rettet, dem Migration inzwischen bei uns zu eng ist. Ich nehme das jetzt trotzdem einfach zusammen, weil unsere Wahrnehmung auch als Journalisten die ist, dass das sehr viel gerade zusammenkommt und an Stimmung brodelt und das eine mit dem anderen inzwischen auch vermengt wird. Und da würde ich gerne nachher noch mal reden. Jetzt bitte noch das zweite Statement von Herrn Albiers. Mein Name ist Georg Albiers. Ich wohne seit einem guten halben Jahrhundert in dieser Stadt und Region. Ich habe bereits hier studiert,
bin Arzt geworden und bin im Jahre 2018 in den Ruhestand getreten. Danach habe ich mich in der Seenotrettung engagiert. Ich bin inzwischen viermal im zentralen Mittelmeer auf NGO-Schiffen unterwegs gewesen, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Und ich habe dabei auch in das Grab von etwa 25.000 Menschen geschaut, die in den letzten 10 Jahren im zentralen Mittelmeer ertrunken sind. Ich plädiere für einen anderen Umgang mit der Migration. Das Asylsystem, über das wir dauernd reden, das kann die Zukunft nicht bewältigen, sondern wir müssen aus humanitären Gründen die Migration steuern, Menschen aufnehmen, die wir auch brauchen, um die demografische Entwicklung in Deutschland zu beherrschen, im Sinne auch den Wohlstand zu erhalten. Und nach Angaben der UN sterben 70% aller Migranten pro Jahr an den Außengrenzen der EU. Das ist eine Zahl, die erschreckend ist, und da muss eine Änderung erfolgen. Diese Idee, die Asylzentren nach Nordafrika zu verlagern, ist auch von Ihnen, Herr Ministerpräsident, unterstützt worden zuletzt. Das ist eine falsche Idee. Diese Idee knüpft an den Kolonialismus, in dem wir den afrikanischen Ländern gesagt haben, was sie zu tun haben. Und es ist kein nordafrikanisches Land bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Also verlassen Sie diese Idee. Wir müssen die Migration außerhalb des Asylsystems anders für die Zukunft aufstellen. Zuletzt hat Baden-Württemberg mit einem Landesaufnahmeprogramm im Jahr 2015 Maßstäbe gesetzt. Damals wurden etwa 1000 Menschen aus dem Nordirak, es waren vor allem Jesidinnen, aufgenommen, die vom IS bedroht waren. Seither hat sich Baden-Württemberg in diesem Zusammenhang nicht mehr hervorgetan. Das ist beklagenswert, und Baden-Württemberg sollte offen sein, dass wir Menschen in Not über diese Programme aufnehmen. Ich appelliere noch einmal an Sie, dass Sie eine neue Migrationspolitik aufsetzen, die die alten Fehler vermeiden wird und die eine humanitäre Grundlage hat. Danke. Herr Kretschmann, Herr Strobel, wenn Sie diese zwei Themen nehmen, sehen Sie sie isoliert? Wir haben jetzt auch die Diskussion mit dem Nahostkonflikt, dass Antisemitismus zum Teil durch Migranten verstärkt worden ist. Aber es ist auch bei uns Antisemitismus. Wie soll die Bevölkerung, wie gehen wir alle mit dieser Situation und auch mit dieser Gemengelage um? Ja, erstmal ist es so, dass Juden wieder einfach richtig Angst haben in Deutschland, das ist schon ein schwerer Einschnitt. Wir hatten jetzt in der Folge dieses Massakers natürlich Gespräche mit den jüdischen Gemeinden. Und ich hatte davor ein Gespräch mit jungen Jüdinnen und Juden, also Schülerinnen, Schüler und Studierende. Und es ist einem echt unter die Haut gegangen. Nicht die Eltern Juden, die wussten immer, der Antisemitismus ist nie verschwunden. Wir wissen aus Umfragen, dass an die 20% der Bevölkerung wirklich antisemitische Stereotype hat und vieles andere mehr. Also der war nie verschwunden. Und jetzt kommt natürlich durch viele Einwanderer aus der arabischen Welt Leute zu uns, die in der Tat auch ein relativ geschlossenes antisemitisches und sowieso anti-israelisches Weltbild haben, das das also nochmal verstärkt. Und das ist schon ein gewaltiges Problem, das wir da haben. Was die Sicherheit betrifft, wird der Innenminister dazu was sagen. Ich glaube,
Es ist nun die allererste Aufgabe und es ist auch ein Versprechen, das wir den Juden geben müssen, wo wir verpflichtet sind, dass sie in diesem Land sicher leben können. Und was wir tun können als Staat, das tun wir dafür. Also man sieht jetzt, wenn man das verbindet mit der Migrationsfrage, das sind sehr, sehr komplexe Fragen. Man muss ja sehen, dass der freiheitliche Staat letztlich die Gesinnungen seiner Bürger ja nicht überprüft. Das kann er auch im Letzten gar nicht. Ich meine, das kann ja jeder irgendwas erzählen. Aber natürlich sind wir wehrhaft und auch nicht blauäugig, nicht? Und schauen, dass sich offensichtlich haben wir schon auch Parallelgesellschaften, nicht? Ich habe ja in der Essener Demonstration gesehen, wenn da jetzt nur Demonstration ist, Männer und Frauen getrennt, die ein Kalifat ausrufen, dann wissen wir das, was da alles da ist. Aber man kann auch sagen, aber es soll besser der Innenminister sagen, dass wir jetzt in Baden-Württemberg sowas Krasses erstmal nicht hatten. Ja? Also es heißt, längst bevor diese Ereignisse da waren, haben wir das nach den Anschlägen auf Synagogen und so weiter alles enorm intensiviert. Das wird der Innenminister nachher nochmal berichten. Und das, was der Arzt zur Migration gesagt hat, natürlich, das Mittelmeer ist das größte Massengrab des 21. Jahrhunderts. Und das ist natürlich skandalös und muss sich fragen, was man dagegen tut. Ja, jedenfalls fand ich jetzt seinen Vorwurf etwas ungerechtfertigt. Baden-Württemberg hat doppelt so viel ukrainische Flüchtlinge aufgenommen wie ganz Frankreich. Ich meine, das ist ja erstmal eine unglaubliche Leistung der Bürgerschaft und unserer Kommunen, das einfach so hinzubekommen, wie wir das hinbekommen haben. Und es ist ja klar, dass ich in so einer Situation, wo wir jetzt dermaßen viele ukrainische Flüchtlinge unterbringen müssen, ich jetzt nicht noch Kontingente holen kann aus anderen Ländern. Das wird ja wohl jeder sehen, weil die ganzen Kommunen, also fast durch die Bank, mit ganz wenigen Ausnahmen, sind einfach überlastet. Wir brauchen ja Unterkünfte, wir brauchen aber auch Personal in den Schulen, in den Kitas, wir brauchen Leute, die betreuen. Wir sind ja schon ein Land mit 1200 Integrationsmanagern, aber die sind inzwischen wenig mit Integration, viel mit Organisation beschäftigt, damit wir das überhaupt hinbekommen. Das heißt, unsere Kommunen sind in einer Situation der Überlast. Das muss man einfach sehen, weil das europäische System nicht mehr funktioniert hat. Da hat man jetzt jedenfalls mal einen Konsens hinbekommen mit GEAS, so heißt diese Vereinbarung, dass wir endlich wieder Ordnung in die ganze Migrationspolitik in der Europäischen Union bringen. Bis das allerdings steht, wird es noch lange dauern und bis dahin müssen wir auch versuchen, andere Wege zu bringen, um die irreguläre Migration einzudämmen. Und ich finde, es ist ein Gebot der Humanität wie der praktischen Vernunft. Ich habe mir jetzt nochmal die Zahlen angeschaut, die sind wirklich dramatisch. Die sind schon höher, auch jetzt die Nicht-Ukraine-Flüchtlinge, wie in der großen Flüchtlingskrise, die wir 2015-16 hatten. Das muss man also nochmal sehen. Und jetzt muss man einfach Folgendes sehen. Wenn wir jetzt die Flüchtlinge nehmen aus der letzten großen Flüchtlingsbewegung, die wir hatten. Davon sind jetzt 60% in Arbeit, aber 40% nicht. Das heißt, es bleibt immer ein Sockel und es kommt aber immer was dazu. Dann ist klar, dass man irgendwann ans Ende seiner Möglichkeiten gerät. Und
wenn wir ernsthaft, und jetzt habe ich mir die Zahlen nochmal angeschaut, etwa 50% derer, die kommen, haben einen echten Schutzanspruch. Wenn wir dem gerecht werden wollen, ist es ein Gebot der Humanität wie der praktischen Vernunft, dass wir die, denen, die aus anderen Gründen, die sind zwar auch nachvollziehbar, aber keine Verfolgungsgründe kommen, das müssen wir eindämmen. Und drittens natürlich die Korridore der legalen Migration in die Arbeits- und Fachmigration, dass wir die entbürokratisierend erleichtern, damit da echte Perspektiven für die, die hierher kommen sind und hier ein neues Leben durch Arbeit beginnen wollten, dass wir das erleichtern. Das ist sozusagen der Dreisprung, den wir haben. Und darum sind wir jetzt alle sehr angestrengt dabei, erstens, dass die demokratischen Parteien bei allen auch großen Unterschieden, die es da gibt, doch einigermaßen zusammenbleiben. Das ist uns bisher gelungen. Aber einen anderen Weg sehe ich eigentlich nicht. Deswegen ist die Eindämmung der irregulären Migration wichtig. Und Ideen, wie jetzt das in Drittstaaten zu machen, die sind erstens da und die muss man prüfen. Und sie sind vielleicht ein Weg, um das Sterben im Mittelmeer, also ein Baustein darin, das einfach zu verhindern, damit Leute sich auf diesen gefährlichen Weg gar nicht machen. Ob man Länder findet, die das machen, ob man das hinbekommt, dass es auch unter rechtsstaatlichen Bedingungen wird, ist eine ganz andere Frage. Da bin ich skeptisch. Die EU geht jetzt mit dem GEAS mal einen anderen Weg, nämlich an der Grenze selber solche Einrichtungen zu machen, um darüber die irreguläre Migration einzudämmen. Aber das ist noch einige Monate dahin, bis das wirksam wird. Herr Strobel, Sie waren jetzt wegen der Sicherheit angesprochen, aber direkt beim Thema Asyl und Migration am Wochenende hatten Sie auf Ihrem Landesparteitag ja nicht nur die Wachablösung, sondern auch einen Antrag, nicht nur Verfahren in Drittstaat, sondern auch, wenn sie positiv entschieden sind, sollen die anerkannten Asylbewerber auch in Drittstaaten bleiben. Das ist natürlich schon so, dann ist die Festung perfekt. Wo bleibt da sozusagen das christliche Menschenbild bei Ihnen? Ich würde mal zunächst etwas sagen zu der Vorsitzenden der israelitischen Gemeinde in Freiburg, wenn Sie erlauben, weil das schon ein Thema ist, das auch mich sehr beschäftigt, ja, und uns, glaube ich, alle beschäftigen muss. Wenn Sie mir vor anderthalb Jahrzehnten gesagt hätten, auf den Straßen in Deutschland wird wieder gerufen, Jude verrecke, Tod dem Juden, ja, hätte ich Ihnen gesagt, das wird es in Deutschland nicht mehr geben, diese Lektion haben wir gelernt. Was für ein gewaltiger Irrtum. Es ist wieder so. Und das ist eine Schande für unser Land. Das muss man mal klipp und klar so sagen. Der Büchner-Preisträger Lukas Berfus hat es für mich so klar formuliert, der Antisemitismus ist nicht wieder da. Der war nie weg. Ja. Und er ist auch mehr geworden. Ich bin sehr dankbar, dass wir nicht erst seit dem 7. Oktober, sondern, Herr Ministerpräsident, seit 7 Jahren dieses Thema wirklich ganz, ganz oben auf unserer Agenda haben. Ich habe Antisemitismus-Fachtage mit den israelitischen Gemeinden, mit Wissenschaftlern, natürlich mit Sicherheitsleuten, vor Jahren gemacht. Da hat sich mal Kai Socke dafür interessiert. Also ganze Tage sind wir zusammengesessen und haben über diese Themen gesprochen und überlegt, was können wir tun. Wir haben einige Dinge gemacht in Baden-Württemberg, beispielsweise unsere Synagogen geschützt mit einigen Millionen Euro Landesgeld. Gott sei Dank haben wir das gemacht.
Also wir reden jetzt seit dem 7. Oktober drüber, was man alles tun müsste, könnte, sollte und am besten die anderen, sondern diese Investitionen in Sicherheit für Jüdinnen und Juden, für die israelitischen Gemeinden in Baden und Württemberg haben wir getätigt. Wir haben jetzt in dieser Legislaturperiode einen ressortübergreifenden Kabinettsausschuss entschlossen gegen Hass und Hetze. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württembergs ist regelmäßig dabei. Oder, um etwas aufzugreifen, was die Vorsitzende der israelischen Gemeinde in Freiburg gesagt hat, wir haben in Baden-Württemberg deutschlandweit einmalig international beachtet, habe ich zwei Polizeirabbiner eingestellt. Ja? Und ihre Kollegen fragen mich dann immer freundlich, Polizeirabbiner, wie viele Jude gibt es denn bei der baden-württembergischen Landespolizei? Ich sage dann immer, keine Ahnung, vermutlich nicht so viele. Dafür sind die aber nicht da, sondern die Polizeirabbiner sollen insbesondere unseren jungen Polizistinnen und Polizisten, aber nicht nur den jungen, jüdisches Leben in Deutschland nahebringen, damit es für die Polizei nichts Fremdes ist, sondern sie damit was anzufangen wissen. Und vieles, vieles andere mehr. Und deswegen bin ich ausdrücklich auch dankbar, dass diese schrecklichen Bilder von Demonstrationen, die in der ganzen Welt mit Abscheu gesehen werden und aus Deutschland kommen, jedenfalls bis zur Stunde nicht aus Baden-Württemberg kommen, weil wir auch einen klaren Ansatz bei der baden-württembergischen Landespolizei haben oder, wenn Sie so wollen, eine klare Ansage von mir, wehret den Anfängen. Antisemitismus geht gar nicht. Und deswegen werden Versammlungen, bei denen das zu besorgen ist, nicht genehmigt. Wenn es dann entsprechende Vorfälle gibt, werden sie sofort unterbunden und alles, was in diesem Bereich strafrechtlich relevant ist, wird konsequent strafrechtlich verfolgt. Und zwar völlig egal, ob es aus der rechtsextremen, der linksextremen oder der islamistischen Ecke kommt. Antisemitismus, egal woher er kommt, geht gar nicht und stößt auf unseren energischen Widerstand und auf alles, was wir strafrechtlich tun können, um diejenigen, die solche Dinge tun, auch zu sanktionieren. Und ich will vielleicht mal ein, weil wir ja auch diskutieren wollen, ein dann aus dem Beitrag des Arztes nehmen, der gesagt hat, wir brauchen mehr Flüchtlinge, damit wir unser Fachkräfteproblem lösen. Da will ich ausdrücklich sagen, dass ich anderer Auffassung bin. Ich glaube nicht, dass wir durch einen ungesteuerten, ungeprüften Flüchtlingszugang unser Fachkräfteproblem lösen. Das wurde schon 2015, 2016 so gesagt. Ich hatte damals schon meine Zweifel. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es eindeutig widerlegt. Unser Fachkräfteproblem müssen wir anders lösen, nicht durch ungesteuerte Zuwanderung. Das passt einfach nicht zusammen. Das passt im Übrigen auch, wenn ich das sagen darf, obwohl es ein bisschen kompliziert ist, vom Grundgedanken her nicht zusammen. Jemandem Asyl zu geben heißt, wir nehmen diese Person auf, weil sie an Leib und Leben verfolgt ist, weil er vor Krieg, weil sie vor Vergewaltigung, was auch immer flieht. Da schauen wir aber nicht, ob das eine arbeitsfähige Person ist, sondern wir nehmen sie auf, weil sie verfolgt ist. Ja? Fachkräfte- und Arbeitskräftezuwanderung ist etwas anderes. Da geht es um die Personen, die bei uns arbeiten können und arbeiten wollen und für die wir Arbeit haben. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, deswegen finde ich es nicht so ganz in Ordnung. Es wird auch dem Asylrecht im Kern nicht gerecht, zu sagen, wir lassen jetzt einfach mal alle, die Asyl sagen, kommen und dann löst sich das Fachkräfteproblem. Bin ich dezidiert anderer Auffassung. Das mit dem Massengrab im Meer stimmt und Sie haben das gesagt, humanitäre oder auch christliche Überzeugungen. Ja, mit Bezug auf Ihren Antrag, weil eben auch praktisch
Asylanerkannte dann nicht mehr kommen sollen. Deswegen, ja? Das erschien uns sehr hart. Deswegen müssen wir lassen niemanden im Mittelmeer ertrinken und wir müssen alles dafür tun, dass das aufhört. Im Übrigen sind es nicht nur die, die im Mittelmeer ertrinken. Also das ist schon per se schlimm genug, aber es sterben auch in der Subsahara sehr, sehr, sehr viele auf diesem furchtbaren Weg, auf den sie sich gemacht haben. Wir müssen den Schleusern und der organisierten Kriminalität das Handwerk endlich legen und wir müssen alles dafür tun, dass die Menschen gar nicht in diese Schlauchboote und in diese Boote erst einsteigen müssen. Und deswegen denke ich, dass es schon ein wirklich zu prüfender Vorschlag ist, dass wir auch die Asylverfahren in anderen Ländern durchführen. Dann müssen die sich nämlich nicht auf den Weg, jedenfalls über das Mittelmeer machen, sondern sie können möglicherweise in Nordafrika dann ein Asylverfahren nach unseren Asylgrundsätzen machen, das dann beispielsweise der UNHCR durchführt. Und dann müssen sie erst gar nicht über das Mittelmeer kommen, sondern diese Verfahren können dort durchgeführt werden. Das ist ein Weg, wo ich schon denke, dass man sich das anschauen sollte, dass man das prüfen sollte. Und ich bin mit dem Ministerpräsidenten einig, ja, ob man solche Länder findet, ist einmal noch offen. Aber man kann es ja wenigstens einmal probieren. Eins ist jedenfalls ganz klar, so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, können wir unter keinen Umständen. Das halten die Kommunen bei uns nicht aus, das halten wir als Gesellschaft nicht aus und es ist auch unverantwortlich zuzuschauen, dass sich Tausende von Menschen auf diesen lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer machen müssen. Vielen Dank, Herr Strobel. Das halten wir als Gesellschaft nicht aus. Das ist eine gute Überleitung zu den ganzen Zetteln, die wir hier in der Hand haben. Weil Sie haben jetzt wirklich viele Fragen gestellt, die wir ein bisschen gebündelt haben. Wir werden sicher nicht alle jetzt direkt hier stellen können, aber ein paar doch. Und die erste, die eben auch, da geht es auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, glaube ich, und um die Demokratie. Das ist an Sie, Herr Ministerpräsident. Umgang, Stichwort Umgang mit der AfD. Wie ist die richtige Strategie, um die AfD zu bekämpfen? Und der Zusatz ist dann noch, soll man ihre Themen und ihre Wortwahl kopieren? Oder wie geht man wirklich damit um? Die Anknüpfung zu diesem Migrationsthema, das oft ja auch dann für einen Rechtsruck verantwortlich macht, ist, glaube ich, offenkundig. Aber die AfD, wie geht man damit um? Wie gehen Sie damit um? Ja, ich will mal so sagen, wir haben jetzt keine ausgefeilte, erfolgreiche Strategie, sonst würden wir sie ja anwenden. So ist es. Ja. Sondern das ist erstmal einfach auch bestürzt für uns, in welchem Ausmaße die aufsteigt. Und wir wissen natürlich, die ganze Migrationspolitik ist der Trigger. Es war schon immer so, es war schon bei den Republikanern so. Die haben nach zwei Legislaturperioden, waren die allerdings wieder draußen. Da gibt es schon klare Prinzipien. Erstens, wir arbeiten nicht mit Leuten zusammen, die nicht auf dem Boden unserer Verfassungsordnung stehen. Ja, wir arbeiten nicht mit Leuten zusammen, die einfach auf Spaltung aus sind. Wir arbeiten nicht mit Leuten zusammen, die nur destruktiv die Leute aufhetzen. Ja, das ist erstmal, glaube ich, das Allerwichtigste, dass das klar ist. Und ich denke, bisher haben wir uns über diese Leute hauptsächlich empört. Zu Recht, ich meine, die brechen ja Tabus, die zu Recht Tabus waren. Und das funktioniert nicht mehr. Wir müssen uns einfach mit denen auseinandersetzen. Und das müssen wir einfach machen. Jetzt nicht, weil ich glaube, ich kann jetzt die AfDler im Landtag bekehren, sondern wir müssen ja sozusagen wissen, wie wir argumentieren müssen, damit ihre Anhängerschaft nicht wächst.
was er ja doch tut im Moment. Ja, und wir haben jetzt auch viele schlaue Menschen angehört, die das einfach sich professionell mit dem Thema beschäftigen. Und die Frage ist, was passiert da? Die sagen uns ja alle, der Anteil derer, die nicht aus Protest wählen, sondern aus Überzeugung, der steigt. Jetzt, wie funktioniert sowas? Sowas funktioniert da wahrscheinlich so, dass jemand irgendetwas, wo er mit denen einverstanden ist, ja sagt dazu. Und wenn das immer mehr wird, dann hat er zum Schluss auch ein geschlossenes rechtes und rechtsradikales Weltbild. Und das muss man verhindern. Also das heißt, das machen wir etwa gerade bei der ganzen Migrationsfrage, einfach diese Dinge durchzudebattieren, zu erörtern, den Leuten wirklich zu erklären, Beschlüsse zu fassen, gucken, dass wir die Probleme gelöst bekommen. Das ist jetzt, glaube ich, das Allerwichtigste, was wir machen können, dass wir die Probleme auch lösen. Davon haben wir heute ja viele angesprochen, nicht? Nicht bürokratisch, ja, jetzt nicht nur etwas, das die Wirtschaft beschwert, das ärgert ja auch Leute. Ja, das macht es ja unlustig, ihren Beruf auszuüben. Nicht ein italienischer Wirt, der will jetzt einfach eine gute Pasta kochen und nicht noch am Sonntag irgendwelche Listen, wer wie lang von wann bis wann gearbeitet hat. Und das geht einem Uniprofessor nicht anders. Der ist ja Professor geworden, damit er seine Forschung macht und die Studierenden an die was hinbringt und nicht, dass er da auch immer größere Anteile dessen für irgendwelche Zettel ausfüllen braucht. Das beschwert alles Leute, es ist alles sozusagen ein Gefühl, der Staat funktioniert nicht richtig, der entlastet mich nicht, der beschwert mich und das müssen wir einfach machen, gucken, dass wir die Dinge, für die wir verantwortlich sind, auch hinkriegen und die Probleme lösen. Das ist das Wichtigste, aber wir müssen auch mit denen, die sozusagen immer auf der Kippe stehen, nicht wenn einer jetzt AfD wählt, hat er sich ja vorher nicht gewählt, oder eine andere Partei, dass wir die Leute nicht aufgeben, sondern mit denen in ernsthafte Debatten gehen, also auch raus aus unseren Blasen gehen, unter diese Leute gehen, auch da, wo es unangenehm ist. Und das andere ist dort, wo sie offen gesetzeswidrig handeln, da muss sich die Demokratie auch als wehrhaft erweisen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist wieder dem Innenminister sein Geschäft. Also das dürfen wir nicht dulden, dass auf Demonstrationen Dinge passieren, die wir nicht dulden können. Also das ist die andere Seite, dass die Demokratie auch zeigt, wir sind wehrhaft und wir dulden nicht, dass Leute jenseits der Verfassung sich betätigen. Das ist genauso wichtig. Bevor die nächste Publikumsfrage ist, da muss ich jetzt leider noch mal nachhaken, weil wenn die Demokratie wehrhaft sein soll, da sind wir Medien, da muss ich jetzt mal pro domo reden, ja auch beteiligt. Wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen, indem wir Öffentlichkeit schaffen, indem wir eine informierte Öffentlichkeit schaffen, aber die Situation von klassischen Medien ist auch wegen der Bürokratie, auch wegen explodierender Energiekosten, wegen Personalmangel in der Logistik und so weiter schon herausfordernd schwierig. Sie haben ja am Anfang auch gesagt, eine Andeutung zu unserer Branche gemacht. Die Medien fühlen sich sozusagen von der Politik eher da allein gelassen. Ist es nicht eine Gefahr, wenn sich klassische Medien tatsächlich denn aus der Fläche zurückziehen müssen, weil sie es nicht mehr darstellen können und dann noch mehr Räume entstehen, wo wenig Teilhabe ist, wenig Engagement? Wie erreichen sie dann die Bürgerinnen und Bürger? Das kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht beantworten. Also, dass die Leute immer weniger Zeitung lesen, wie soll ich um Gottes Willen das verhindern? Ja. So meine ich es nicht. Das ist einfach ein Trend. Natürlich, ich weiß nicht, wie eine Demokratie funktionieren soll, wo es keine Zeitung mehr gibt.
Also ich glaube, wenn sich die Leute nur noch was holen, also wenn es kein Bringsystem mehr gibt, hast eine Zeitung am Morgen, da musst du wenigstens auch mal ein paar Überschriften lesen, die dir nicht passen, wenn du da drauf guckst. Wenn sich die Leute immer nur alles holen, dann kann man sich ja ausmalen, dass die Neigung, sich jetzt Dinge zu holen, die klar gegen meine eigene Meinung sind, das dürfte sich doch in Grenzen halten. Ja, aber das ist ein Trend, den wir haben. Und dann verstärkt man seine Vorurteile immer mehr. Wir haben aber noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch der wird von den Rechtspopulisten in Frage gestellt. Das darf man nicht vergessen. Und dort, wo sie an die Macht kommen, ist das Allererste, wo sie reinfahren. Nicht? Aber die Frage können wir nicht lösen. Das muss ich sagen. Ich meine, wir machen schon an der Schule Medienerziehung. Das wird auch sicher sehr wichtig. Die Jugendlichen müssen ja lernen, in einer Zeit, wo nur noch Fachexperten am Ende feststellen können, ob das Bild echt ist oder nicht, woher der Text kommt, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit Quellen um, was ist seriös und was nicht, wie informiere ich mich überhaupt, wie kann ich sicher sein, dass das auch stimmt und nicht gelogen ist. Das ist das, was wir machen können. Aber wir können die Leute nicht dazu zwingen, eine Zeitung zu kaufen und sie auch zu lesen. Das würde ich auch unterstreichen, das kann ich mir vorstellen. Jens, hast du vielleicht noch zwei Publikumsfragen? Ja, ich habe einen ganzen Stapel Schulfragen hier bekommen. Ja. Ist inhaltlich ein bisschen Bruch. Ich habe ein bisschen vorsortiert. Gut, dann jetzt ist es so, wir haben auch noch ein Statement zum Thema Bildung. Die Frage ist, wie lange Sie noch aushalten, wie lange Sie noch aushalten. Wir haben jetzt knapp gut anderthalb Stunden. Dann würde ich, geht's noch? Ja. Dann bitte, dann machen wir so, dann nehmen wir das Statement zur Schule und dann du mit deinen Bildungs- und Schulfragen. Ja, okay. Mein Name ist Monika Stein. Ich bin Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr stellvertretender Ministerpräsident, Sie tragen seit 12,5 bzw. 7,5 Jahren die Verantwortung in Baden-Württemberg. Dafür danke ich Ihnen. In der letzten Legislaturperiode, die jetzt 2,5 Jahre alt ist, haben Sie die Schwerpunkte im Bildungsbereich richtig gesetzt. Sie setzten auf Wertschätzung und Sie setzten darauf, dass frühe Bildung und Grundschule unser Schwerpunkt sein muss, in die wir unsere Kapazitäten stecken und in die wir tatsächlich auch mehr investieren werden. Das ist richtig und gut so. Allerdings reichen wertschätzende Worte an dieser Stelle nicht aus. Sie müssen Geld in die Hand nehmen. Sie müssen Ressourcen in die Hand nehmen. Wir brauchen personelle Ressourcen in diesen beiden Bereichen. In der frühen Bildung, bei den Kitas, brauchen wir ErzieherInnen. Wo bleibt die Ausbildungsinitiative des Landes Baden-Württemberg? Wenn es um die Grundschulen geht, dann müssen Sie Studienplätze schaffen. Ich habe es Ihnen mehrfach schon nachgewiesen. Wir als GEW haben Ihnen im Jahr 2017 eine Studie vorgelegt, die berechnet hat, wie viele ausgebildete Lehrkräfte wir im Grundschulbereich und in der Sonderpädagogik brauchen werden in den nächsten Jahren. Letztes Jahr haben wir diese Studie nochmal erneuert, um Ihnen die aktualisierten Zahlen vorzulegen. Sie müssen nachsteuern. Es reicht nicht zu sagen, wir haben irgendwann mal Studienplätze aufgestockt, sondern wir wissen, dass wir in den nächsten 12 Jahren 16.000 zusätzliche Lehramtsmenschen brauchen im Grundschulbereich und in der Sonderpädagogik. Sorgen Sie bitte dafür, dass diese Menschen auch in Baden-Württemberg ausgebildet werden. Sorgen Sie dafür, dass wir genügend Studienplätze haben. Es kann nicht sein, dass in der jetzigen Mangelsituation Menschen abgelehnt werden, die Grundschullehramt oder Sonderpädagogik studieren wollen. Ich bitte Sie auch, dass Sie die Schulgebäude und die Kita-Gebäude krisensicher machen. Wir wissen, dass die Klimakatastrophe Herausforderungen mit sich bringt, die gerade für Kinder und Jugendliche besonders herausfordernd sind. Wir müssen die Schulgebäude und die Außengebäude und bei den Kitas genauso das Außengelände und die Gebäude für Starkwetterereignisse sicher machen. Wir müssen sie für Hitzeperioden sicher machen und wir müssen dafür sorgen, dass die Luftqualität stimmt. Das Umweltbundesamt hat im Jahr 2017 bereits Luftreinigungsgeräte in allen Kitas und Schulen gefordert. Wo bleiben die? Bis heute haben wir sie nicht flächendeckend. Sorgen Sie bitte dafür, dass Schulen und Kitas sicher sind für Kinder, für Jugendliche und für diejenigen, die dort arbeiten. Und ein letzter Punkt, Demokratiebildung.
Wir alle haben in den letzten Monaten und Jahren gemerkt, wie wichtig Demokratiebildung ist. Nehmen Sie die Demokratiebildung ernst, stärken Sie Gesellschaftswissenschaften in den Schulen und sorgen Sie bitte dafür, dass der herkunftssprachliche Unterricht in staatliche Hand kommt, wie Sie es im Koalitionsvertrag versprochen haben. Ich danke Ihnen. Direkt zu reagieren oder das hier? Ich nehme noch eine Leserfrage dazu und dann. Ja. Gut, dann tatsächlich, ich bin einfach nach Häufigkeit gegangen, es sind sehr viele Fragen, bitte entschuldigen Sie, dass ich zusammenfassen musste, aber sehr dominant Fragen nach G9, deswegen können wir die vielleicht gleich dazu nehmen. Frage an beide. Mehrere Leute wollten gerne wissen, ob G9 eher eine Chance unter einer CDU-geführten Landesregierung oder unter einer Grünen hat. Herr Strobel, vielleicht möchten Sie was sagen als Erster und dann auch Herr Kretschmann. Es kommt dann auch gleich die Retourfrage. Sie können aber auch gerne allgemein natürlich zu dem Statement noch Stellung beziehen. Ja, ich bin ja kein Bildungspolitiker, deswegen würde ich rasch an den Kollegen Kretschmann, der ja auch über berufliche Erfahrungen in dem Bereich verfügt, weitergeben. Ich will zwei Dinge sagen. Erstens G9. Wir haben uns darauf verständigt, eine Bürgerbeteiligung zu machen. Die zuständige Staatsrätin Frau Bosch hat uns heute im Kabinett berichtet, dass sie die Ergebnisse dieses Bürgerbeteiligungsprozesses Anfang Dezember, also Anfang kommenden Monats, uns vorstellen will. Und deswegen warten wir jetzt mal ab, ja, was die Bürgerinnen und Bürger in dem Prozess uns sagen. Das wäre ja jetzt blöd, wenn ich das sozusagen vorwegnehmen würde, weil dann macht... Sie könnten ja eine Meinung dann haben. Macht, ja, aber der Bürgerbeteiligungsprozess macht eigentlich wenig Sinn, wenn man vorher schon alles weiß. Das ist dann irgendwie nicht ganz fair gegenüber denen, die einen solchen Bürgerbeteiligung wirklich mit Ernsthaftigkeit betreiben. Und ich will mir das schon auch mal anhören und anschauen, was da dabei rauskommt. Ansonsten zur Bildungspolitik nur ein Punkt, der mir persönlich und auch der CDU am Herzen liegt. Ich habe mit großem Interesse die Studien der letzten Monate und der letzten Jahre mir angehört und war dann doch geflasht, zu lesen und zu hören, dass bei uns 20%, 30% derer, die eine Grundschule, eine Schule verlassen, nicht mehr rechnen, lesen und schreiben können. Ja. Also meine Großmutter war Jahrgang 1903, Volksschule hieß es damals. Mehr gab es in meiner Familie für die Frauen nicht. Die konnte in ihrem 96. Lebensjahr noch exzellent bruchrechnen. Meine Mutter, ja, Jahrgang 1927, jetzt 96 Jahre alt, kann hervorragend schreiben und lesen und rechnen auch noch ganz gut. Ich denke, das, was wir 1903 und 1927 hinkriegt haben, müsste man eigentlich 2023 auch hinkriegen. Ja? Also wer rechnen, lesen und schreiben kann, können wir ja darüber diskutieren, vielleicht ist das altmodisch, hat schon Vorteile im Leben. Nicht ganz altmodisch, weil... Und da würde ich gerne einen Schwerpunkt in der Bildungspolitik der nächsten Jahre sehen, dass wir uns um die Kleinen und die Kleinsten kümmern, Grundschule minus zwei, dass wir 2 Jahre, bevor jemand in die Grundschule geht, ja, uns diese Kinder anschauen und diejenigen, die Defizite haben, beispielsweise sprachliche Defizite, denen dann ein Angebot machen. Aber nicht nur Ei-Dei-Dei, sondern auch ein verpflichtendes Angebot machen. Damit sie, wenn sie auf die Grundschule kommen, wenigstens einigermaßen eine Chance haben, das zu verstehen und dem zu folgen, was dort unterrichtet wird. Halte ich für einen zwingenden Punkt. Der wird sehr viel Geld kosten, sehr viel Geld kosten. Das wird das Land bezahlen müssen und Herr Erster Bürgermeister Breiter die Kommunen dadurch ein Stück weit entlasten. Und das ist die Priorität, die wir, glaube ich, in der Bildungspolitik setzen müssen in den nächsten Jahren, dass wir bei den Kleinsten und den Kleinen anfangen mit dem Ziel, dass niemand so gut rechnen, schreiben und lesen kann wie die Kinder in Baden-Württemberg.
Das wäre mein Wunsch für die Bildungspolitik der nächsten Jahre. Das ist schön, dass Sie es ansprechen, denn das wäre die zweite Fragenladung gewesen, die hier kommt. Herr Kretschmann, vielleicht kann ich das gerade noch vorschalten. Da machen sich tatsächlich viele Leute Gedanken um das Niveau der Bildung, insbesondere im Grundschulbereich, was ja gerade Herr Strobel auch angesprochen hat. Meines Wissens haben sich eigentlich alle Fraktionen außer den Grünen hinter G9 schon versammelt, mehr oder weniger. Geht es nicht zu Lasten? Bei Ihnen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo Sie im Moment stehen, das können Sie ja gleich erklären. Geht das G9 nicht umgekehrt zu Lasten gerade dieses frühen Bereichs, Grundschule, Kitas? Soll hier nicht wieder eine Schulart gefördert werden, die unter allen, die es gibt, sowieso schon am besten dasteht, weil eine lautstarke Elternschaft, die generell einfach prominent ihre Interessen vertritt, lauter auftritt als zum Beispiel Realschulen oder Hauptschulen? Wie bewegen Sie sich da dazwischen? Ich bin klassischerweise ein klarer Befürworter von G8. Es ist vor 18 Jahren eingeführt worden von der damaligen Kultusministerin Schawan. Warum? Das ist nämlich internationaler Standard. Das ist einfach der Grund. Wir haben jetzt ja die ganzen Debatten, dass wir machen eine Weiterbildungsoffensive, weil einfach in der Dynamik, die wir heute in der Wirtschaft haben, ist einfach nicht genügt. Man geht mal lange in die Schule und dann ergreift man einen lebenslangen Beruf, indem man sich dann sozusagen ein bisschen learning by doing, aber sonst bleibt man in dem. Das ist einfach vorbei. Wir müssen heute in der Bildungsbiografie immer wieder Phasen einlernen, wo man umschulen muss, wo man sich weiterbilden muss. Deswegen haben wir die erste Weiterbildungsoffensive gestartet. Das sehen Sie jetzt einmal in der Automobilindustrie. Sie haben jahrelang am Verbrenner und seiner Verbesserung gearbeitet. Jetzt ist das ein auslaufendes Modell. Jetzt müssen Sie einfach umschulen auf was völlig anderes. Oder denken Sie, die ganze IT-Entwicklung, da habe ich überall einen riesigen Mangel. Nicht? Aber das ist schon schwieriger, jetzt ein Ingenieur, dass der ein Maschinenbauer jetzt ein IT-Ingenieur wird. Nicht? Also das will ich einfach nochmal sagen, das war der Grund für die Bologna-Reform und letztlich auch der Grund für das G9. Und der Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, das muss man in die Tonne treten. So, jetzt kann ich aber, wie auch immer ich das sehe, ja auf Dauer nicht gegen den Willen der Bevölkerung regieren. Ich meine, das kann man einfach nicht. Ja? Und das würde auch der Politik des Gehörtwerdens widersprechen. Vor allem, worin ich ein großes Problem sehe, dass offensichtlich die über 90%, jedenfalls ist mir das so zugetragen, der Schulleiter auch für G9 sind. Das ist immer eine gewichtige Stimme von Leuten, die da einen Überblick haben. Jedenfalls haben wir jetzt das Bürgerforum eingerichtet und das macht jetzt was anderes wie die beiden Frauen, die das initiiert haben, ja, diese Volksinitiative, die schauen sich das mal breiter an. Zum Beispiel, was ist der Ressourcenbedarf? Der ist sehr, sehr viel höher, als die das konzipiert haben. Das heißt, es kostet richtig Ressourcen, vor allem aber kostet es Kraft. Wenn Sie das wieder rückmachen wollen, sind Sie eine Legislaturperiode beschäftigt, bis das wieder läuft. Und da sind wir uns Gott sei Dank in der Koalition einig. Wir müssen den Schwerpunkt auf die Grundschule und die frühkindliche Bildung lösen. Dort werden die Entscheidungen gefällt, ob derjenige in seinem Leben weiterkommt. Ich denke, da werden wir sicher spätestens bis Ende Januar soweit sein, dass das Paket geschnürt wird. So etwas muss man ja sorgfältig machen. In der Schulpolitik kann man nicht rumfuhrwerken. Es muss wohl durchdacht sein. Es dauert dann sehr lange. Darum machen wir das sorgfältig, aber sind wir dabei. Aber ich will mal sagen, das wird schätzungsweise schon an die 200 Millionen kosten. Also sowas kriegt man nicht umsonst. Das ist für einen Landeshaushalt eine riesige Summe. Das muss man einfach sehen. Also das
wird jetzt alles beleuchtet? Das heißt, wie wirkt sich sowas auch auf die anderen Schultypen aus? Ich will noch mal betonen, das fällt leider auch unter den Tisch. Wir haben G9, nämlich an unseren beruflichen Gymnasien. Das ist G9. Da machen ein Drittel unserer Jugendlichen Abitur an den beruflichen Schulen. Das kann die natürlich schwächen. Und das macht jetzt das Bürgerforum, das stellt es etwas breiter auf, untersucht die, auch die Nebenwirkung solch einer Entscheidung. Da sind wir sehr gespannt drauf. Die werden uns das erste Ergebnis geben und im Januar erfahren wir dann ihr ausgefeiltes Votum, wie sie das beurteilen. Ja, und dann werden wir vielleicht schon in der Koalition Entscheidungen treffen, wenn wir da auseinanderlaufen, was ich aber eher gar nicht glaube. Dann glaube ich aber, das wird erst eine Aufgabe der nächsten Legislatur sein. Dass man das schnell macht, ist ja vollkommen ausgeschlossen. Das muss man sehr, wenn es zu so einem Wechsel kommt, muss man den sehr, sehr sorgfältig vorbereiten. Ich will noch was und mit der GEW-Vorsitzenden sind wir uns da offensichtlich auch einig, dass wir den Schwerpunkt jetzt auf die Grundschule legen müssen. Ich will noch etwas sagen, was die Bildungsgewerkschaft immer ärgert, wenn ich das sage, aber ich sage es trotzdem. Seit 1980, seither haben wir 12% weniger Schülerinnen und Schüler und 27% mehr Lehrerinnen und Lehrer. Da schreien die immer, wenn ich das sage, aber es stimmt einfach. Also was sagt uns das? Reine Input-Orientierung, immer nur sagen, man braucht mehr Lehrer, führt offensichtlich nicht zum gewünschten Ergebnis. Wir sind ja schlechter geworden und nicht besser. Jetzt ist natürlich, die Welt hat sich verändert und es ist alles komplizierter geworden. Die Kinder, heute sind andere Kinder wie unsere Großmütter und Großväter. Das ist schon klar. Aber ich will nur sagen, immer nur einfach sagen, wir brauchen mehr Lehrer. Daran glaube ich mal nicht. Ja. Daran glaube ich mal nicht, sondern man muss auch auf Qualität achten, muss also fragen, was geschieht eigentlich im Unterricht? Wie sieht der aus? Wie wird der gemacht? Aber wir machen schon mehr Lehrer, wir stellen wieder mehr Lehrer ein. Das wird alles schon gemacht. Das machen wir ja alles nochmal. Ich will nur sagen, die vormalige Kultusministerin, die auch besser war wie ihr Ruf, die hat wichtige Reformen gemacht. Zum Beispiel, dass Lehrerinnen und Lehrer sich professionell fortbilden, weil die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die lag wirklich im Argen. Das muss man einfach mal sagen. Und das wird jetzt einfach mal auf ein professionelles Niveau gehoben. Und man muss sich dann auch überlegen, dass wir eine Fortbildungspflicht bekommen. Dass sich jede Lehrerin und jeder Lehrer auch fortbilden muss. Allerdings mit dem Anspruch, dass er dann auch was Gescheites vorgesetzt bekommt. Ja? Und nicht auf eine Fortbildung geht, wo er hinterher sagt, was war jetzt das? Also das ist gemacht worden, ein Qualitätsinstitut, das macht, ich will damit einmal sagen, einfach nur mehr Lehrer ins System. Erstens haben wir die nicht, können wir uns nicht schnitzen. Wir bilden mehr Lehrerinnen und Lehrer aus und ich kann hier keine Erzieherin schnitzen. Das ist übrigens Aufgabe der Kommunen und nicht des Landes, das darf ich auch mal sagen. Also wir haben auch da einen erheblichen Fachkräftemangel und wir machen jetzt schon viel mit Quereinsteigern, mit Anerkennung von Abschlüssen von Migranten, dass wir da besser werden und mehr Lehrerinnen und Lehrer bekommen. Aber erstmal herrscht auch da Mangel. Jetzt versuchen wir, dass wir die Teilzeit, außer bei denen, die das aus familiären Gründen, also Kinder oder pflegebedürftige Angehörige, brauchen, dass wir das reduzieren auf maximal 75%. Also wir versuchen überall, wo wir können, mehr Lehrkräfte zu bekommen. Aber
überall fehlen die und jeder hat halt auch heute die Möglichkeiten, das zu tun, was er gerne möchte. Also ich will sagen, wir alle Kraft darauf aufgewendet, mehr Lehrkräfte zu gewinnen, aber zaubern können wir halt auch nicht. Vielen Dank. Herr Kretschmann, Herr Strobel, es gibt immer noch viele Themen, die wir jetzt ausgiebigst diskutieren könnten, sollten vielleicht auch, aber wir sind schon seit 2 Stunden hier oben. Deswegen glaube ich, müssen wir, ob es schwerfällt oder nicht, langsam zum Ende kommen. Ich würde gern einfach noch so für eine knappe letzte Frage von Ihnen so in wenigen Sätzen erfahren. Was ist so Ihr zentrales Thema jetzt für die restliche Amtszeit? Also wo sagen Sie, da will ich noch richtig was reißen, das treibt mich um. Das an beide und dann würde ich dann wirklich mich bedanken und eigentlich langsam zum Ende kommen wollen. Herr Kretschmann, was wollen Sie reißen, was belastet Sie? Also ich werde mich dem Thema, das mir von Anfang an ganz wichtig war, weiter widmen bis zum Ende meiner Amtszeit. Das heißt, alles dafür tun, dass die Gesellschaft zusammenhält und nicht auseinanderfliegt. Und dass sie zusammenhält auf einer demokratischen Basis. Das ist meine große Leidenschaft von Anfang an gewesen. Sie wissen ja alle, der Konflikt um Stuttgart 21 war ja einer der Gründe wahrscheinlich, warum ich Ministerpräsident geworden bin. Ja, wo ja enorme Polarisierung schon... Nicht wo sogar der Papst, als er hier nach Freiburg gekommen ist, mich nach Stuttgart 21 gefragt hat. Aber der hat sich jetzt ja auch nicht für unterirdische Bahnhöfe interessiert, sondern auch für die Frage, warum produziert ein unterirdischer Bahnhof so einen gigantischen Konflikt? Also das war das Thema. Und ganz konkret geht es mir nochmal darum, da habe ich mich jetzt auch reingehängt, 1,5 Jahre in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben ja beim Wind da riesige Probleme, nicht? Ist zusammengebrochen durch Bundesregelungen. Die sind jetzt geändert und jetzt brauchen wir den Hochlauf. Und das hinzubekommen in kurzer Zeit, den Hochlauf der Windkraft ist wichtig. Bei der Photovoltaik sind wir schon ganz vorne dran. Da haben wir einen steilen Anstieg. Jetzt, wir haben im ersten halben Jahr 2023 schon mehr Photovoltaik wie im ganzen Jahr davor. Also das haben wir schon hinbekommen. Das will ich bei der Windkraft noch ganz konkret hinbekommen. Das ist also eines der ganz konkreten. Auch gegen viel Widerstände. Also hier in unserer Region bilden sich überall Initiativen nicht für, sondern gegen. Genau, und das muss man auch einfach hinbekommen, dass auch da die Gesellschaft zusammenbleibt und wir uns nicht schon mit Windrädern die Köpfe einschlagen. Ich habe letztens einen Bericht gehört, wie es dem Boris Palmer erging bei einem Windpark. Das kann man ja gar nicht glauben, wie es da zugegangen ist. Ich habe es jetzt nur aus den Zeitungen gelesen und bin schon solche Sachen wie ein Windpark dafür führen, dass die Leute nicht mehr zivilisiert streiten, sondern unzivilisiert, dann sieht man, der Zusammenhalt der Gesellschaft ist ein Top-Thema im Kleinen wie im Großen. Vielen Dank, Herr Strobel. Oder erstmal, genau. Ich will mal 4 Dinge sagen, die fassen es vielleicht auch ein bisschen zusammen. Das erste für mich ist, dass wir in Baden-Württemberg weiter in einem sicheren Land leben, in einem der sichersten der Republik. Dazu gehört, dass wir uns vielleicht auch mal wir haben ja mit Freiburg eine Sicherheitspartnerschaft, die sehr erfolgreich ist, aber dass wir uns die trotzdem noch mal anschauen, Herr Breiter, vielleicht ein Update auch der Sicherheitspartnerschaft Land Baden-Württemberg mit Freiburg haben. Nichts ist so gut, als dass man es nicht noch ein bisschen besser machen könnte. Das Zweite ist, das haben wir heute Abend jetzt, man kann nicht alle, Herr Frickert, nicht alle Themen diskutieren. Wir haben jetzt wenig über Digitalisierung gesprochen,
Aber ich glaube, wir haben gewaltige Potenziale zur Entbürokratisierung, zur schnelleren Verwaltung und so weiter über Digitalisierung, dass wir einfach diesen Prozess noch schneller und noch engagierter machen. Da haben wir auch in den letzten Jahren ganz gute Fortschritte gemacht, auch in der Breitbandverkabelung und. Das muss fortgeführt werden, sodass wir, sagen wir mal so, bis zum Ende der Legislaturperiode, wenn da alle 100 Mbit in ihrer Wohnung haben und wir beim Mobilfunk das einigermaßen flächendeckend hinkriegen, das wäre doch schon mal ein ganz schönes Ziel. Das Dritte, wenn wir in der Bildungspolitik das aufs Gleis bringen, dass wir uns wirklich um die ganz Kleinen, Grundschule minus 2, also so ab 5 kümmern, dass man aus der Schule kommt und tatsächlich rechnen, schreiben, lesen kann, fände ich, wäre das für die Land, und zwar besser als in allen anderen Ländern. Das muss der Ehrgeiz von Baden-Württemberg sein, dass wir einfach unseren Kindern ein Rüstzeug mitgeben und es besser machen als alle anderen in Deutschland. Und der vierte Punkt, das betrifft unsere Demokratie und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ich habe eingangs gesagt, wir sind Exportland Nummer 1, stärker als die Bayern. Wir sind Innovationsland Nummer 1, sogar in Europa. Das sind alles sehr wichtige Sachen. Warm ums Herz wird mir, wenn ich wieder lesen durfte, dass wir auch Ehrenamtsland Nummer 1 in Deutschland sind. Mit weitem Abstand vor dem Zweitplatzierten. 39% bundesweit, die sich ehrenamtlich engagieren. Weit über 45%, die sich in Baden-Württemberg im Ehrenamt engagieren, auf vielfältige Art und Weise, Sportvereine, aber auch etwa in der Kommunalpolitik, über 100.000 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmänner. Deswegen führen wir jetzt die Ehrenamtskarte ein, um nicht nur Danke zu sagen und Wertschätzung zu sagen, sondern das auch zu praktizieren. Und so wichtig das ist, was da im Sport gemacht wird und bei der Feuerwehr, das Schützen, das Bergen und das Löschen, das, was die Ehrenamtlichen an gesellschaftlichem Zusammenhalt leisten, das ist so wertvoll für unser Land und für unsere Demokratie. Und das macht Baden-Württemberg, finde ich, noch einmal in besonderer Art und Weise aus, dass wir das stärker und besser haben als andere Länder. Und wenn es uns gelingt, das wertzuschätzen und das noch ein bisschen mehr auszubauen, wäre das sehr, sehr wichtig, weil eine Demokratie lebt nicht vom Rechtsanspruch, sondern sie lebt vom Engagement. Und schön, dass wir viele haben, die das in unserem Land auch machen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Zuhören und mit überlegen, was wir hier versucht haben zu diskutieren, anzureißen. Es ist immer tatsächlich dann am Schluss unbefriedigend, wenn man denkt, man hätte gern mehr vertieft und wäre da reingegangen. Vielleicht gibt es ja auch eine Fortsetzung irgendwann, da sind Sie denn gerne wieder eingeladen. Ich hoffe oder wünsche mir, dass auch so eine Veranstaltung so ein bisschen was zum Zusammenhalt beiträgt. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, das ist für ein Gemeinwesen jetzt eben auch wichtig, dass man wirklich sich einen Abend wenigstens den Zeit nimmt und das auch mal diskutiert. Also nochmal wirklich herzlichen Dank an Sie, die jetzt da waren. Ich würde aber... Danke an Sie. Ja. Danke an Sie, vor allem diejenigen, die ganze Zeit gestanden sind. Großen Respekt für die Kondition. Das ist so. Jetzt möchte ich mich aber auch noch direkt bei Ihnen beiden bedanken. Und da wir hier in der besten Weinbauregion sind und nicht in Heilbronn mit dem Haberschlachter Heuchelberger, was es da so gibt, haben wir... tatsächlich ganz besonderen Wein, und zwar, also den gibt es auch gar nicht zu kaufen, weil das ist Wein, den unser Haus hat machen lassen zum Jubiläum, zum 75. Jährigen. Das war ein BZ, glaube ich, ja. Und tatsächlich, also
sind es Abfüllungen, die es dann eben nur für uns gegeben hat. Und wir haben da eine grüne Schleife, ganz klar, passend zur Krawatte, sonst wären wir nicht drauf gekommen. Es ist auf jeden Fall innen nicht grün, sondern rot. Manche Grüne waren ja früher auch rot. Auf jeden Fall glaube ich, dass er Ihnen schmeckt. Und wir haben die schwarze Schleife, die jetzt aber keine Trauer sein soll, weil Sie ja gesagt haben, Sie haben Ihren Vorsitz mit einem guten Gefühl weitergegeben und haben noch viel vor in den nächsten Jahren jetzt in dieser Regierung. Schwarze Schleife, kein schwarzer Inhalt, sondern ein sehr heller, weißer, freudiger Inhalt. Lassen Sie sich's schmecken. Vielen, vielen Dank für diesen Abend. Ihnen allen noch das eine oder andere Gespräch jetzt informell und dann einen guten Nachhauseweg. Was ich noch loswerden will, ich muss mich bei der Gelegenheit schon auch mal bei den Kollegen von unserem Haus bedanken, die Technik allen voran, Herr Metzger, der wirklich jetzt da gerödelt hat. Übrigens nicht nur jetzt die Technik zur Verfügung gestellt, sondern er hat auch die Statements, die Video-Statements gemacht und war dazu gange und dann geschnitten und dann kam es dann in die Redaktion und die hat dann gesagt, ah, das müsste noch ein bisschen kürzer, den musst du wieder schneiden. Also da ist viel Arbeit im Hintergrund seitens Technik, seitens Organisation und dass sowas möglich ist, finde ich einfach auch toll. Es geht nur, dass man einfach halt auch mal eine Schippe drauflegt und sagt, jawohl, das versuchen wir. Also vielen Dank auch nochmal an alle Helfer hier. Und dass wir in der Markthalle sein durften, vielen Dank natürlich auch an unseren Verleger, Herr Poppen. Ja?